Sorry. So. Und. Nee, warte. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ja, hier. Bitte sehr. Okay, also. Biden hat ein Geschenk für Trump. The war must go on. Vor dem Hintergrund der kommenden Machtablösung in Washington eskalieren Biden und die Demokraten den Ukraine-Krieg nochmals erheblich mit der Freigabe des Einsatzes US-amerikanischer ATACMS, wird das immer gesagt, ne? Britischer Storm Shadow. Wobei tatsächlich, muss man korrigierend sagen, die Briten hatten das, glaube ich, sogar vorher schon freigegeben. Aber jedenfalls, okay, also der Amerikaner oder der Biden hat jetzt gesagt, seine... Richtig, der Biden setzt die... Moment, ist die Nutzung der Storm Shadow und der Skype von den Franzosen, ist die schon freigegeben gewesen in der Ukraine? Also bei irgendeiner Talkshow letztens gehört, zumindest die Briten haben das gemacht, die Skype-Leute, weiß ich nicht. Okay. Das kam, glaube ich, auch zeitgleich mit dem Biden. Ich dachte, Biden hatte dem Zelensky unterbunden, diese Art von Mittelstreckenangriffe sind es ja zu fahren. So hatte ich es verstanden, aber gut. Genau, aber jedenfalls jetzt freigegeben, vorher schon die Briten wohl den Storm Shadow und die Franzosen haben auch ihren Scalp freigegeben, um auch diese Raketen zu benutzen. Also Mittel- bis Langstreckenraketen, also die ATACMS sind, glaube ich, Mittelstreckenraketen. Die werden auch extrem schnell, sind nicht aufzuhalten. Ich bin Kriegsdienstverweigerer, ich habe keine Ahnung. Aber auch die, auch die russischen Waffen, da reden wir auch gleich ein bisschen drüber. Die haben auch ordentlich in sich. Ja, da brauchen wir Daniel zu, der kann immer alles über die Waffen machen. Der wusste auch, wo hier der Army-Shop ist für die ganzen Klamotten für die Folgebände in Deutschland, wo der hier in der Nähe ist. Okay, also jedenfalls, damit dürfte wohl auch gegen den Willen des derzeit designierten US-Präsidenten, also Trump, die Entscheidung zur weiteren Eskalation und womöglich zu dessen auch Unumkehrbarkeit gefallen sein. Präsident Zelensky ließ jedenfalls keine 24 Stunden später dann wissen, dass diese Raketen im Laufe der folgenden Woche auch sprechen werden. Russland und deren Außenamtssprecherin Sacharowa warnte prompt zurück. Russlands Antwort wird verheerend sein. In Übereinstimmung mit Präsident Putin kündigte sie dann an, dass die NATO-Staaten, ohne die der Einsatz operativ ja nicht durchgeführt werden kann, im Falle eines Angriffs als Kriegsparteien angesehen werden. Wobei man sagen muss, das ist jetzt eigentlich nur eine Wiederholung dessen, was sie eigentlich sowieso die ganze Zeit vertreten. Ja. Allen Drohungen zum Trotz steht Russland damit vor dem Widerspruch, entweder diese Schläge unbeantwortet zu lassen, um mit Trump in 2 Monaten zu einer Friedensverhandlung zu kommen, oder aber den Worten Taten folgen zu lassen und die Vereinigten Staaten sowie deren Verbündete ins Kriegsgeschehen einzubeziehen und damit eine vielleicht irreversible Eskalation zu einem Weltkrieg zu vollziehen. Die ukrainische Militärführung macht die Drohung ihres Präsidenten dank der Genehmigung des US-Präsidenten umgehend wahr. Angegriffen werden dann offenbar Waffenlager, Kommandozentralen und Flugplätze der russischen Armee tief in deren Hinterland. Ein paar Tage später schlägt dann eine russische Rakete unbekannter Bauart in Dniepropetrovsk ein. russische Kanäle berichten zunächst unter Berufung auf ukrainische Medien, von denen übrigens auch der deutsche Informationsraum weitgehend abgeschirmt ist, berichten, dass die russische Armee eine Interkontinentalrakete in einer nicht-nuklearen Modifikation vom russischen Testgelände Kapustinjar in der russischen Region Astrachan aus 830 Kilometer Entfernung gegen das Fabrikgelände des ukrainischen, ehemals sowjetischen Rüstungsbetriebs Yuzmash in der Stadt Dniepropetrovsk getroffen haben. Ja. Das war krass. Ja. Die ukrainische Luftabwehr habe die große Rakete nicht abfangen können. Vielleicht habt ihr das auch gesehen. Das wurde ja auch tatsächlich gezeigt, wie die eingeschlagen hat, wie das aussah. Das war ja schon extrem massiv. Die russische Seite kommentierte die Behauptung dazu gleich mehr. Experten vermuten, das Ziel könnte neben einer militärischen Bedeutung als großer Maschinenbaubetrieb, der auch Rüstungstechnik herstellt, auch eine symbolische Wahl gewesen sein. In Yuzmash
wurde die erste sowjetische Nuklearrakete und Interkontinentalrakete produziert. Das ist ganz interessant. Und es war eine Zeit lang auch der Hauptproduzent für einige der dann sowjetischen Interkontinentalraketen. Und symbolisch ist vielleicht auch nicht ganz unzutreffend. Es ist ja auch so, dass wohl aus diesem roten Kanal, nenne ich ihn jetzt mal, zwischen Washington und Moskau, das wohl auch durchaus mitgeteilt wurde, dass das passieren wird. Der russische Präsident Wladimir Putin gab nach dem Einsatz von eben westlichen präzisionsgelenkten Langstreckenwaffen gegen das russische Gebiet eine Erklärung ab. Er bestätigte den Angriff mit diesen US-Raketen ATACMS und HIMARS und diesen britischen Storm Shadow auf russische Militäreinrichtungen in den Gebieten Bryansk und Kursk. Zitat: Von diesem Zeitpunkt an nahm der regionale Konflikt der Ukraine, der zuvor vom Westen provoziert worden war, Elemente eines globalen Charakters an, wie wir wiederholt betont haben. Das war das gesagt. Darauf habe Russland mit dem Einsatz einer Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik gegen eine ukrainische Waffenfabrik in der Stadt und jetzt nochmal Dniepropetrovsk reagiert, so Putin. Der Angriff erfolgte am Donnerstag als Probeeinsatz unter Kampfbedingungen. Putin wies darauf hin, dass die eingesetzte Waffe eine ballistische, nicht atomar bestückte Rakete mit Hyperschallausstattung sei. Gegen die neuesten Oreshnik-Raketen gäbe es heute keine Mittel, also keine vernünftige Luftabwehr. Situation. Zitat: Ihre Geschwindigkeit beträgt 10 Mach, das sind 2 bis 3 Kilometer pro Sekunde. Und die Luftverteidigungssysteme einschließlich der US-amerikanischen in Europa werden nicht in der Lage sein, solche Raketen abzufangen, betonte er. Und so nimmt die Eskalation in Richtung Weltkrieg stetig seinen Lauf oder ihren Lauf und wird auch hierzulande bejubelt, wie wir das auch gleich bei Hart aber fair sehen werden. Ja, diese ballistischen Hyperschallraketen, dafür ist ja Russland relativ bekannt, dass sie da krasse Fortschritte gemacht haben. Mach 10 ist schon eine Ansage. Ne? Also anscheinend ist es so, dass die Rakete fliegt fast aus der Atmosphäre raus, ist so weit oben, dass sie auch kaum detektiert werden kann. Und dann fliegt die relativ nah an das Ziel ran und knallt dann quasi fast senkrecht runter. Und deswegen so sah das auf den Bildern aus. Baut sie auch diese so extreme Geschwindigkeit auf und deswegen kann sie auch nicht gestoppt werden. Also Mach 10 ist 2 bis 3 Kilometer pro Sekunde. Das muss man sich mal vorstellen. In 10 Sekunden, da ist man einmal über Berlin drüber in 10 Sekunden. Ja. Genau. Das sollen vermeintlich auch übrigens ähnliche, also ich glaube nicht die Oreshnik, das wird nicht gewesen sein, aber ähnliche Hyperschallraketen wurden auch von dem Iran benutzt auf den Angriff auf Israel. Und das ist auch einer der Gründe, warum die von Israel benutzten Abwehrsysteme Iron Dome und Slingshot und so, David Slingshot und so, die nicht abfangen konnten. Okay. Ja. Ja, die waren auch als Erste im Weltraum, weil hier gerade Wayne interessiert sagt, ne, die Russen sind Pioniere auf dem Gebiet. Tja, gut, krass. Du bist dran. Ja, genau. Genau, ich habe bloß gerade einen Kommentar von Brennnessel gelesen. Sehr interessant, danke sehr. So, zerplatzte Illusionen im Ukraine-Krieg. Also, eins kann man an dieser Diskussion, beziehungsweise der neuen Eskalation, kann man an der eigentlich schon lernen. In dem Verlauf von den 1000 Tagen, die der Krieg in der Ukraine mittlerweile schon dauert, sind so einige Illusionen zerplatzt. Und dies betrifft zunächst erstmal die Vorstellung, dass es sich eigentlich um einen Krieg zwischen 2 Staaten, nämlich Russland und der Ukraine, handelt. Wer es wissen wollte, der hätte das auch schon früher wissen können, nämlich schon 2014 wurde von einem namhaften US-Strategen zum Beispiel erklärt, worum es ihnen bei der Unterstützung des Euromaidan im Kern ging. Im Namen Europas zum Beispiel die Beendigung dieses imperialistischen Projekts unter deutscher Führung. Fuck the European Union, fuck the EU. Das sagte die damalige, was war das, Außenminister? Nee, war keine Außenminister. Nee, aber so, ja. Irgend so ein Attaché. Victoria Nuland auf YouTube auch einzuhören, könnt ihr euch anschauen. Da gibt es so eine Aufnahme, wo die relativ klar sagt, warum die den Euromaidan da unterstützt hatten. Anderes Ziel oder beziehungsweise damit einhergehend, die Herrichtung der Ukraine als Schwert und Schild der USA gegen Russland und als Schlachtfeld zu deren strategischen Schwächung, insbesondere der Verdrängung Russland
aus der Region des Schwarzen Meeres. Der russische Angriffskrieg war von der USA kalkuliert, provoziert und nur unter der Bedingung vermeidbar, dass Putin eine geostrategische Schwächung Russlands akzeptieren, die hinnehmen würde, die irreversibel eine Aufgabe seiner Präsenz als Regionalmacht im Schwarzen Meer und seiner Zweitschlagskapazität als globale Atommacht beinhalten würde. Mhm. Und wer weiß, was dann noch für weitere Schritte gefolgt werden, wenn man erstmal diese Eingeständnisse gemacht hätte. Dies belegt unter anderem auch nochmal zum Beispiel so eine andere Rede, die wir auch nochmal verlinken werden, von einem George Friedman vor 9 Jahren. Es gibt auch dieses Buch von Jörg Kronauer, mit dem haben wir auch eine Folge hier gemacht, der schon vor dem Ausbruch des Kriegs in diesem Buch Der Aufmarsch eigentlich gesagt hat, dass es darauf hinausläuft. Auch ganz interessant, wie er darüber berichtet. Und auch der letzte Gegenstandpunktartikel zu dem Thema vor dem Krieg, der war, glaube ich, Ende 2021. 2021. Der stellt die Maßnahmen und Absichten der USA mit zahlreichen Quellenbelegungen ja erdrückend klar heraus. Wer die Ankündigung also damals schon nicht ernst nehmen wollte, naja, immerhin bestimmt ja das, die deutsch-amerikanische Freundschaft, der Wunsch, der Wunsch bestimmt da das Denken im Allgemeinen. Und vor allem bei, sag ich mal, deutschen Amerika-Freunden bestimmt der Wunsch das Denken sehr im Besonderen. Ja, oder, also wer das damals nicht ernst nehmen wollte oder wer von linker Aufklärung systematisch die Augen verschließt, wie wir sie hier zum Beispiel betreiben, der kommt jetzt nach 1000 Tagen Krieg auch nicht drum herum, um die Einsicht, dass der Krieg inzwischen auf dem Niveau von Langstreckenraketen der USA, Großbritannien und Frankreichs einerseits und der Russischen Föderation andererseits geführt wurde. Sowohl die Behauptung des designierten Präsidenten Trump, den Krieg binnen 24 Stunden beenden zu können, sagt er einfach, ja, wenn ich Präsident werde, dann wird das eingestellt und innerhalb von 24 Stunden ist der Krieg vorbei. Ob das jetzt 24 Stunden werden oder eine Woche werden oder so, wenn der die Unterstützung der Ukraine einstellt, kann ich mir vorstellen, dass das schneller vorbei ist, als man denkt. Also sowohl dieses Eingeständnis des Trump, dass das seine, quasi in seiner Entscheidungsverfügung steht, als auch die umgehende Dementierung aus Washington machen der Weltöffentlichkeit unmissverständlich klar, wo über Krieg und Frieden im Donbass letztendlich entschieden wird. Es ist nicht in der Ukraine. So. Das stimmt. Und vielleicht auch nochmal ergänzend den Hinweis, und du hast ja diesen einen Gegenstandpunktartikel genannt, der ist ganz interessant, weil der auch nochmal darauf geht, in was für einer Situation der Selenskyj damals tatsächlich war. Das ist, der hatte schon eine gewisse, so ein Drangsal eigentlich, weil im Prinzip ist die Ukraine schon vor dem Krieg, jetzt sowieso, ja. Aber, und nicht nur, weil Putin da nur zugeschlagen hatte, die war halt schon vorher eigentlich ein Failed State. Es gab noch einen anderen Artikel, ich glaube, der war dann so ein Jahr zuvor dann, in 2020, die ist ein bisschen länger, da ging es dann so um die Situation durch Corona in der Ukraine. Da war schon viel mitgeteilt worden, wie ist die Abhängigkeit vom IWF, wie ist eigentlich der Druck auch insbesondere von sowohl den Europäern als auch den Amerikanern, er muss da jetzt Reformen machen, er muss praktisch die Wirtschaftsbeziehung, die es ja immer gab in der Ukraine, auch noch, als schon diese Separatisten da in den heutigen Volksrepubliken aktiv waren, gab es ja trotzdem noch immer wirtschaftliche Beziehungen zu Russland. Da wurde immer drauf gedrängt, er soll die er soll die abbrechen und sich nach Westen orientieren, auch gegen durchaus dann den wirtschaftlichen Misserfolg, der damit dann einhergeht, wenn man diese wirtschaftlichen Beziehungen zerschlägt. Den Oligarchen sollte er den Kampf ansagen. Dann gab es kein Geld im Staatshaushalt, weil entweder durch Korruption irgendwie dann auch eine ganze Menge dann auch so ein bisschen woanders reinfließt und auch der wirtschaftliche Erfolg da zu wünschen übrig ließ. Und das war ganz interessant, weil dann sein Militärstratege Andriy Yermak so eine Strategie gesagt hat, wir müssen jetzt die Flucht nach vorn machen. Und die Flucht nach vorn heißt so ein bisschen ähnlich wie der Saakaschwili 2008 in Georgien. Da hat er nämlich auch versucht, den George Bush Junior durch die Auseinandersetzung an diesen Abchasien- und Ossetien-Grenzen in den Krieg reinzuziehen. Bush fand das nicht lustig, weil die Hoheit, wann die USA Krieg führen, das ist immer noch deren Entscheidung. Und so ähnlich wollten die das auch machen. Da sind dann schon tatsächlich gegen Minsk II tatsächlich dann auch schon schwere Waffen an die
Grenzen von diesen Volksrepubliken gefahren. Die haben damit auch durchaus mit Bildern und so in den Medien dann auch schon ein bisschen publik gemacht, dass es in die Richtung geht, und in der Militärdoktrin festgelegt, dass die Einheit der ukrainischen Staatsgewalt eigentlich jetzt wiederhergestellt werden müsse, obwohl Minsk II, so löchrig dieses Abkommen auch war, eigentlich ja noch galt. Und die Flucht nach vorne war dann so, man eskaliert praktisch dann erstmal in der Auseinandersetzung mit den Separatisten und hofft dann, dass nachdem man da, also wirklich richtig zynisch, richtig viele Soldaten erstmal in den Krieg geschmissen hat, Reservisten und welche, die sowieso im stehenden Heer sind, dass dann praktisch, wenn man merkt, man verliert das gegebenenfalls gegen die Macht auf der anderen Seite da, dass dann die westliche Staatengemeinschaft mit reingeht, weil sie ja ohnehin was mit Russland zu klären hatte. Also das kann man da alles sehr schön nachlesen und auch noch mal so ein bisschen, aber die, als der Selenskyj das immer so nach Europa und die USA vorgetragen hat, haben die alle gesagt, nee, das ist erstmal wir, auch da, ne, wir entscheiden, wann wir hier den Krieg mit Russland anzetteln, und das finden dann nicht gut. Mach du mal erstmal wieder, dass du dein Land da irgendwie auf Vordermann kriegst in unserem Sinne, damit wir dich hier in den Westen eingemeinden können. Und dann haben Macron und war da schon, Da war dann schon tatsächlich, glaube ich, Ampelregierung, aber die haben alle dann gesagt so, nee, das ist jetzt nicht Thema. Und das nochmal vor dem Hintergrund, wenn wir uns gleich das hart aber fair angucken, wie diesen Selenskyj, der unser bester Freund und die Ukrainer unsere besten Freunde und so weiter sind, wenn man mal sieht, wie zynisch die sich vor dem Krieg, bevor jetzt praktisch dann Russland dann auch einmarschiert ist tatsächlich, wie zynisch die erstmal mit dem umgegangen sind und gesagt, nee, mach dein Land erstmal irgendwie nach wirtschaftlichen Reformen. Ob du den nächsten IWF-Kredit bekommst, gucken wir mal. Das war dann immer so, der hing da immer am Tropf. Und die Ukrainer, das war denen am Ende, also es war dem Selenskyj waren die Ukraine egal, weil sie erstmal das Material sein sollten, um diese Konfrontation da zu bewerkstelligen. Den Westen auf den Plan zu rufen. Ja. Genau, und dem Westen war es auch egal. Also das muss man sich auch mal klar machen, wenn die jetzt hier in den Talkshows immer so über unsere Freunde und die armen Ukrainer und die Marina Weißband dann immer irgendwie anfängt, halb zu heulen in jeder Scheißsendung, ja. Da wird, wenn man mal merkt, was die eigentlich für ein Menschenmaterial in Interessenskonflikten zwischen dem Westen und Russland eigentlich am Ende des Tages auch nur sind, wie zynisch das ist und wie viele jetzt auch schon gestorben sind, da muss man wirklich sagen, diese Leute, da kriegst du blanken Hass, ja. Das merkt man auch innerhalb dieser Sendung, also muss man gar nicht vergleichen zu dem, was die da so vor ein paar Jahren gesagt haben, wie die nämlich anfangen mit diesen ganzen elenden Talking Points, auswendig gelernten Talking Points. Ja. Und wenn es so ein bisschen weitergeht in der Diskussion und die fortschreitet und eventuell auch mal ein bisschen mehr Dynamik reinkommt, die dann von alleine eigentlich zurück auf den Punkt kommen, was das eigentlich für eine zynische, eiskalte Berechnung ist, ja, die ja. Da vornehmen. Ey, es ist echt so wild. Diese Sendung bringt das Blut zum Kochen. Ja. Auf jeden Fall. Na so, gut, aber dann fangen wir doch mit der an. Ne? Ja, also wie jetzt von Interesse ist jetzt in Hart aber fair vielleicht mal exemplarisch, wie sich die deutsche Politik und dementsprechend vielleicht auch zumindest die großen Medien, wie die sich an der eskalierenden Situation beteiligen und wie sie da mitmachen. Das wäre mal hier jetzt zu studieren. So, suchen wir mal. Hart, aber fair. Gibt es da die ganze oder müssen wir auf die ARD-Mediathek? Weiß ich gar nicht. Ich meine, du musst auf die Mediathek. Okay. Oder? Da, warte mal. Nee, das sind immer nur Schnipsel. Hm. Ach ja, übrigens. Müssen wir nochmal sagen. Ja. Mach du mal, ich suche. Genau, also sollten wir hier in irgendeiner Art und Weise, bisher hat die ARD war immer nett zu uns, ja, sollte wir aber einen Ärger bekommen im Sinne von, die ARD erhebt Einspruch gegen das Reagieren auf Hart aber fair. Genau, dann werden wir, also sollte YouTube zerstört werden, Twitch wird ja, ist da ja immun, dann werden wir auf jeden Fall auf Twitch dann weitermachen, aber das kriegen, also schreibt das dann bitte einfach in den Chat, wenn ihr merkt, YouTube ist tot. Unsere, vielleicht gibt es das nochmal in den Chat rein, twitch.tv/99 als Zahl zu 1 als Wort. Das ist... Genau. Ihr könnt auch jetzt schon rüberkommen auf Twitch, wenn ihr wollt. Genau. Um nur mal sicher zu gehen, dass ihr nichts verpasst, falls YouTube abstürzen sollte. Wenn nicht, dann machen wir einfach weiter. Genau, das hoffen wir auch tatsächlich. Genau, und das also nochmal als Hinweis, aber da können wir dann auf jeden Fall die Sendung zu Ende
reagieren. Okay, vielleicht nochmal so als, also erstens, wir müssen nicht von Anfang an starten, Nadim, weil wir hatten, was, wie viel hatte ich da, 15 Minuten oder so? Ich sage nochmal vielleicht ganz kurz was zu den Gästen. Wir haben einerseits Röttgen. Schönen guten Tag. Deswegen, weil die jetzt vorgestellt werden und dann, wenn wir jetzt später starten, weil am Anfang geht es erstmal nur darum, ist der Scholz halt so ein Typ, der, ja, der als... Ja, eigentlich ist es eine Diskussion über die anstehenden Wahlen. Ne? Über die anstehenden, seid ihr bereit für die anstehenden Wahlen? Es gibt zwar schon immer einen kleinen Bezug zur Ukraine, aber eigentlich keinen, der jetzt hier maßgeblich für die Auseinandersetzung darum ist. Also wir haben den Norbert Röttgen, der ist so ein CDU-Typ. Und man muss tatsächlich sagen, also wenn ihr euch noch erinnert, ich glaube, das war einer der Boys, die Merkel als Leichen, einige pflasterten ja ihren Weg so, die sie da so hinter sich gelassen hat als Person, die immer ihr so ein bisschen die Macht streitig machen wollten. Ich glaube, er war auch so ein Typ und der war mal Umweltminister. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, aber der ist dann irgendwie jedenfalls nicht weiter Umweltminister gewesen. Das war doch der geköpft wurde, oder? Ich meine, es war auch, ja. Aber der hat immer, und das ist tatsächlich, während die Schwarz-Rot... Ich wurde nicht entlassen. das zeigen wir jetzt gar nicht, ne? Aber das sagt er am Anfang. Ja? Glaube ich, sie wurden von Frau Merkel entlassen oder so, und dann sage ich, ich wurde nicht entlassen. Ich habe... Ach so, sag ich, bin gegangen oder sowas. Bin gegangen worden. Ja. Jedenfalls, genau, also der war aber immer so ein Russenfresser. Also während Schwarz-Rot ja damals durchaus mit Nord Stream und auch bei Minsk durchaus immer so ein Verhältnis, also Deutschland so ein Verhältnis zu den Russen hatte, so auf der einen Seite, das sagen sie auch mal, ne, auf der einen Seite zwar den militärischen Schirm der Amis nutzen und von Schmarotzen und gleichzeitig aber auch billiges Gas aus Russland holen. Da waren ja, war die schwarz-rote Koalition ja bis zum Ukraine-Krieg ja eigentlich recht flott dabei. Und der Röttgen war eigentlich immer schon einer, das wird er auch nochmal, betont er nochmal, dieser grüne Fuzzi da, dass der da immer so ein bisschen dann eigentlich so gegen diese strategische Partnerschaft mit dem Putin war. So, dann gibt es den Grünen-Vorsitzenden, den neuen, nachdem jetzt hier die Ricarda Lang und der Umid Nuripur abgedankt haben, haben sie jetzt irgendeine Franziska Brandner und diesen Typen, dessen Namen ich aber tatsächlich vergessen habe. Dr. Quacksalber. Irgendwie nicht Marschalek, so heißt der Wirecard-Typ, glaube ich, aber sind so ähnlich irgendwie. So ein junger Typ mit Locken und der erzählt sehr, sehr viel Scheiß. Da müsst ihr mal drauf achten. Widerspricht sich das in einem Satz, sagt er, diametral entgegengesetzte Sachen. Man merkt übrigens richtig, achte mal bitte drauf, Nadim, du hast es schon angesprochen, ne? Die haben ein paar Sätze vorbereitet, die Talking Points, die müssen sie bringen, so, die haben sie sich vorbereitet und irgendwann sind die ausgespielt und dann fangen sie an, ehrlich Tacheles zu reden. Und das wird, das sollte sich jeder Ukrainer, die haben ja irgend so einen Typen noch aus Kiew zugeschaltet, die sagen, die Leute gucken sich... Das war sich ein deutscher Reporter aus Kiew, wohlgemerkt. Ah, der hat aber ein Berichterstatter von vor Ort. Ja, ja, und der sagt immer, die Ukrainer gucken sich immer irgendwie deutsche Medien so in dem Dreh an und wie das sehr mit genau den Waffen lief. Ja, das wird sehr genau beobachtet. So wird es sein. Und naja, jedenfalls, genau, dieser grüne Typ ist da halt. Und der wird da irgendwann richtig geständig auf jeden Fall, also wenn die Ukrainer wirklich diese Sendung sich übersetzen lassen könnten, dann weiß ich nicht irgendwie, ob da nicht auch dem einen oder anderen eine Lampe aufgehen würde. Dann gibt es diese Person von The Pioneer, wie gesagt, mir war die nicht weiter bekannt, die hat auch noch ein bisschen was zu sagen, gibt es diese Deitelhoff, das ist ganz witzig, die wird immer als Konflikt- und Friedensforscherin gleichzeitig vorgestellt und in der Widersprüchlichkeit, kann man jetzt sagen, naja gut, also, ne, also im Frieden entstehen ja die Konflikte, hat man ja jetzt auch gerade beim Völkerrecht gesagt, aber immer so diese zwei Ecken, Konflikt und Frieden, kommen auch immer bei ihr irgendwie in der Form vor. Einerseits agitiert sie teilweise so dafür, dass Friedenskonzepte eigentlich schon viel früher hätten mal an den Start gebracht werden müssen in der Vergangenheit der letzten 1000 Tage. Und gleichzeitig sagt sie dann irgendwann, wir müssen die Ukraine so doll ausstatten, dass sie den besten Frieden zu ihren Gunsten... Das komplette Land zurückgewinnen können und ja, ja. Sich befreien können und so. Also absolut. Also in der gegenwärtigen Situation, wenn man einfach mal den Frontverlauf verfolgt und verfolgt, was Russland da eigentlich für Advancen gerade macht... Absoluter Wahnsinn. Absoluter ja. Wahnsinn. Ja, das ist die auf jeden Fall die nächste Eskalationsstufe, wenn man jetzt deren
Vorstellung folgt. Und dann gibt es Ines Schwertner von der Linkspartei als neue Vorsitzende. Stimmt, habe ich ganz vergessen, dass sie dabei war. Und ja, habe ich auch nur zwei Sachen gesagt oder drei. Ja, und eigentlich bleibt die recht farblos, aber wir wollen nicht spoilern. Und dann gibt es, auch einen Punkt macht es immer ganz witzig. Genau, eine Stelle ist wirklich, die ist ein bisschen frech. Die wurde übrigens auch von der Linkspartei als ein geschortet. Ja, ja. Ja, aber mehr hätte man auch nicht shorten können. Also man hätte jetzt nicht einen Zusammenschnitt von ihren geilsten Interventionen da mal zusammenbringen können. Das war nur diese eine Intervention. Und dann gibt es noch Ralf Stegner von der SPD, der so ein bisschen auch der Konterpart zu dem Röttgen ist und so ein Stück weit dieses, also die Rechtfertigung des zaudernden Kanzlers so ein Stück weit gibt. Aber das sind so die Dinge, die man vorweg zu den Gästen sagen kann. Jetzt können wir mal gucken, was die sagen. Ich sage bloß, wir wollen alle Minister werden. Auf jeden Fall. Jedenfalls das Einkommen. Das wäre schon. Frau Deitelhoff, Sie sind Friedens- und Konfliktforscher. Sollte man auch umgehen können, wenn man in der Politik ist. Sie hat da Ihre Formulierung gewählt. Ich bin von meiner. Merkel. Ich fange mal hier an. Ja, sowas über den Kanzlerkandidaten der CDU sagt, Sie kennen ja Angela Merkel gut. Genau. Aber genau, du warst eigentlich die überhaupt nicht dem entspricht, was Politikwissenschaftler sagen, was die Ukraine okay, ist, die, was Ukraine. Die Mehrheit. So genau, bei ihr geht's eigentlich. Wenn wir mal auf dieses Thema sprechen, das ich für das Wichtigste halte, was ist der deutsche Beitrag zur Wiederherstellung von Frieden in Europa? Das halte ich für das wichtigste Thema. Und bei diesem Thema ist er nicht nur voll im Stoff, sondern von einer wirklich angemessenen Ernsthaftigkeit, von Mut und Klarheit. Und darum ist er auf etwa für dieses Gebiet der wirklich richtige Mann. Für dieses Gebiet oder auch für alle anderen? Na, ich habe das als ein Beispiel gesagt, wo ich authentisch aus der Zusammenarbeit sagen kann und beurteilen kann, dass er eine Führungspersönlichkeit ist. Und das ist er auch auf anderen Gebieten, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin. Aber das kann er da nicht authentisch sagen. Das ist ganz sicher die Frage von Wirtschaft, von Bürokratie, Abbau und anderem. Frau Deitelhoff, Sie sind Friedens- und Konfliktforscherin. Wir haben jetzt gerade über die CDU gesprochen, aber auch über die SPD, wo es noch ein bisschen turbulenter zuging. Hat die SPD mit der Entscheidung in der K-Frage, in der Kanzlerkandidatenfrage auch... So weit sind wir gekommen. K-Fragen gibt es jetzt. Naja, ich glaube schon länger. Und keiner erinnert sich an die K-Gruppen. Friedenspolitik entschieden? Nein, das würde ich nicht sagen. Also sie hat natürlich ihrem jetzigen Kanzlerkandidaten eine ordentliche Hypothek mitgegeben mit diesem unerträglichen Tauziehen, dass es um die Kandidatur gegeben hat von Pistorius. Aber über die Zukunft ihrer Friedenspolitik hat sie damit nicht entschieden. Ich würde tatsächlich sagen, dass zwischen Pistorius und Scholz kein kategorialer Unterschied besteht. Und zwischen Pistorius und Laschet gibt es auch keinen optischen Unterschied. Blick auf das, was sie wollen für Frieden, sondern dass es letzten Endes darum geht, was die Mehrheit dieser Partei will. Und da würde ich sagen, hätte auch ein Boris Pistorius als Kanzlerkandidat durchaus mit dieser Partei seine Konflikte gehabt. Und ich glaube nicht, dass er sich mit seinen Positionen in allen Fragen immer hätte durchsetzen können. Mhm. Frau Dorn, wie sehr wird denn das Thema Frieden, Sicherheit den Wahlkampf bestimmen? Also auf jeden Fall mitbestimmen. Das ist die von diesem Pioneer. Es wird zwar gerade von Seiten der Sozialdemokratie sehr häufig betont, dass es ein Wahlkampf ist, wo es sich viel um die Rente drehen wird, viel um Arbeitsplätze, viel um Industrie. Aber das ganze Thema Krieg Russlands gegen die Ukraine insbesondere ist so ein bisschen vage, liegt es unter allem. Auch weil es der Einfluss, den es hat, ein sehr, sehr atmosphärischer ist. Sehr viele vage Sorgen und zum Teil auch echte Ängste in der Bevölkerung. Vage Sorgen und zum Teil auch echte Ängste. Ja, so. Klar. Uns wurde vorgestern gesagt, dass die deutsche Bundesregierung an Plänen dafür arbeitet, dass wir in U-Bahn unterkommen, weil es hier keine Bunker gibt. Stimmt, ja. Vage Sorgen. Vorhanden sind und insofern würde ich Frau Deitelhoff ein Stück weit widersprechen, zumindest aus politikjournalistischer Sicht, war die Entscheidung zwischen Pistorius und Scholz nicht nur eine rein personelle, sondern auch eine inhaltliche, ganz klar. Warum die SPD, insbesondere der linkere, pazifistischere Flügel rund um Rolf Mützenich und dem verehrten Herrn Stegner auf Scholz besteht, liegt schon auch darin, dass er seine Ukraine-Politik, was er Besonnenheit nennt, mittlerweile sogar abgekehrt von den USA, eine Politik ist, die überhaupt nicht dem entspricht, was Politikwissenschaftler sagen, was die Ukraine braucht an Waffen. Ich sage nur Stichwort Taurus, Stichwort Waffen, die auch russische Gebiete erreichen können.
Man kennt sie, die Politikwissenschaftler, die in den Uniseminaren erörtern, was die Ukraine für Waffen auf dem Schlachtfeld hat. Ja. Und hätte man sich für Pistorius entschieden, wäre dahingehend eine Konfliktsuche im Wahlkampf deutlich schwieriger geworden. Der eine große Unterschied zwischen Merz und Scholz ist die Situation in der Ukraine. Und genau darauf wird auch die SPD im Wahlkampf setzen. Sie wird suggerieren, dass außer der SPD alle anderen Parteien eine eskalative Politik betreiben. Bis auf das BSW. Eine eskalative. Und die AfD. Und die AfD, genau. Ja, aber das ist. Wow. Das ist insofern erstmal, da trifft sie ja erstmal im Grunde nach schon so einen kleinen Punkt, ne? Weil der tatsächlich ja der, und das kommt auch noch später in der Sendung nochmal, also der Scholz zumindest, was diesen Taurus betrifft, ja tatsächlich sagt. Also das ist für ihn zumindest aktuell die Linie, die ja, wo er dann sagt, so da dadurch, dass wir dann auch gegebenenfalls für die Zielführung dieser Waffe deutsche Soldaten oder deutsches Personal da jedenfalls einsetzen müssen, wäre das wohl die Kriegsbeteiligung, die er jedenfalls gerade nicht sucht. Ja. Jetzt würde mich eigentlich wirklich mal interessieren, was das für ein Podcast ist. Hast du da mal reingeguckt? Nee. So sieht der aus. The Pioneer. Sollte und darf die AfD verboten werden? CDU, Rübezahl und Kräuterhexe. Blinder Fleck, Fachkräfte, Auswanderung. Ist das ein... Ich kenne das. Nee. Autoren. Kennt man irgendwen? Nein. Aber es scheinen alle sehr wichtige Menschen... Das klingt so ein bisschen nach einer Liberalen, die Achse des Guten, so ein bisschen. Also... Ich finde es erschreckend, dass sie sich ein ähnliches Farbkonzept benutzt haben wie uns. Oh ja. Das war auch mal Urheberrecht. Oh, Jörg Tadeusz, den kennt man. Ah ja. Okay. Ja gut, zurück zu Hart, aber fair. Achso, ich muss jetzt wieder das Teilen aufhören. Sonst geht es mit dem Audio nicht. Deswegen. So, jetzt geht's da sind wir wieder. Weiter geht's. Jetzt kommt es auch. Jetzt wird es auch weiter inhaltlich um die Ukraine gehen. Ne? Ukraine-Politik betreiben und letztlich Scholz derjenige ist, der uns vor einem dritten Weltkrieg schützt. Aber das ist ja ein interessanter Punkt, denn Herr Stegner, Sie versuchen ja die Partei auch als Friedenspartei ein bisschen darzustellen. Sie gehen ein bisschen. Ja, nicht nur ein bisschen. Ich kann auch ein Foto zeigen. Sie gehen auch auf Friedensdemos. Das war eine große Friedensdemonstration in Berlin, mitorganisiert von Sarah Wagenknecht. Sie wurden da gnadenlos ausgebucht. Offenbar gilt die SPD zum Beispiel da ja nicht als Friedenspartei. Ja, und erstens ist die Friedensbewegung immer heterogen gewesen. Da war auch ein Club dabei von Frau Wagenknecht. Und wenn man den Populisten das überlässt, dieses Thema, dann kommt das raus, was wir bei den Europawahlen und ostdeutschen Wahlen gesehen haben. Geil. Das darf man nicht tun. Nee. Ich habe da sowohl mich gegen Antisemitismus gewandt. Ich habe gesagt, es ist ein Angriffskrieg von Putin. Wenn dann gepfiffen wird von solchen Leuten, kann ich nur sagen, das disqualifiziert die und nicht mich. Und es waren sehr, sehr viele Tausende von Leuten, die ganz andere Interessen haben. Gewerkschafter, Kirchenleute, Sozialdemokraten und andere. Es war übrigens auch damals schon so, wie die Brandheinig Bölsen kritisiert worden, weil da DKP-Leute mitgelaufen sind. Das war immer so, dass das heterogen war. Es geht mir jetzt gar nicht um die Kritik, dass sie da... Die DKP-Leute sind... Gottes Willen. Willi Brandt wurde kritisiert. Gesprochen, sondern eher um die Frage, bringt die SPD genau, damit durch? Ich mal. Der ist voll in Verteidigungsmodus und der hat eigentlich eine ganz andere Frage gestellt, wo man auch lassen muss, dieser Kackmoderator, der muss auch wirklich in jeder Frage irgendeinen Angriff leiten. Natürlich, weil wir immer Friedenspolitik gemacht haben, immer. Und im Übrigen finde ich das sehr spannend. Ich habe an dem Wochenende ganz viel darüber gelesen, was das für ein schlechter Kanzler sei, wer seine Chancen los, man hätte besser Pistorius genommen. Und dann aber gesagt, man dürfe die nicht unterschätzen, weil möglicherweise würde es ja um Friedenspolitik gehen im Wahlkampf und das sei dann gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist nicht gefährlich, sondern das wird in der Tat so kommen, denn die Leute werden sagen, wollen wir lieber einen Bundeskanzler haben, der gezeigt hat, dass er auch in so einer schwierigen Situation besonnen und zurückhaltend ist. Oder wollen wir jemanden haben, der noch nicht mal eine Kreisverwaltung Sauerland geleitet hat, aber sagt, richtiger Bitch-Move, ne? Also Kreisverwaltung in Sauerland ist halt eine Anspielung von Merz, der ja tatsächlich, aus dem Sauerland kommt. Da gab es mal ein schönes Plakat mit ihm, Sauerland, Powerland.
Ja, weil er ja offenbar noch nie ein Amt hatte im größeren Stil, wo er halt mal Regierungsverantwortung zum Beispiel im Sauerland ausgeübt hatte, muss er sagen, ja, der kann nichts. Ne? Und der andere hat den Amtsbonus. Ist vom Inhalt auch völlig weg. Einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der Talking Point, wenn es um Wahlkampf geht. Mhm. Ne? Also ja, wir haben das schon gemacht. Stimmt. Wir können das. Wir haben die Erfahrung. Ja. Ja. Ja, und die Waffe muss man haben. Stegner ist also schon voll im Wahlkampfmodus, Frau Deitelhoff. Diese Positionierung der SPD als Friedenspartei, jetzt, der Kanzler hat ja auch schon im Europawahlkampf immer mal wieder mit Frieden plakatieren lassen. Schafft die SPD das, den Begriff Frieden für sich zu reklamieren? Jetzt muss man noch warten. Jetzt fängt sie hier tatsächlich an, einen Mangel bei den bisherigen Parteien bezüglich des Friedens festzuhalten. Und ungefähr eine halbe Stunde später fängt sie an, irgendwie für die nächsten Waffenlieferungen zu agitieren. Also muss man gucken, erstmal das jetzt. Geht er mittlerweile mit der AfD und BSW nach Hause? Also ich glaube, momentan geht er mit AfD und BSW nach Hause. Und es liegt daran, dass nicht nur die SPD, sondern auch die anderen großen Parteien, also auch die FDP, auch die CDU, ehrlich gesagt, auch die Grünen, haben... Auch die Grünen, ja, also muss man auch ganz ehrlich sagen. Auch die Grünen vor allem. Ja, also ich glaube, die Grünen und die FDP sind neben der CDU auf jeden Fall gerade die größten Kriegshetzer, ne? Also, ja. Friedensbegriff liegen gelassen. Sie haben kaum darüber gesprochen, sie haben vor allen Dingen kaum Konzepte entwickelt, wie das aussehen könnte. Und das ist sozusagen die Ernte, die man jetzt heimfährt, dass man selbst nicht mehr als glaubwürdig wahrgenommen wird. Nur ein Punkt noch, der ist mir wichtig. Wenn wir uns nur die letzten drei Wahlen in den ostdeutschen Landtagen anschauen, dann sieht man, dass Außen- und Sicherheitspolitik nicht wahlentscheidend waren. Ganz im Gegenteil. Es hat nur insgesamt bei wenigen Wählern einen Ausschlag gegeben, bei wem sie das Kreuz gemacht haben. Sondern die Themen waren, und das erwarte ich auch in diesem Wahlkampf, Migration, innere Sicherheit und soziale Sicherheit. Also das wären mal die Hauptschlachtfelder, wenn man so will. Hauptschlachtfelder, hihi. Wow, wow, wow. Ja, die Hauptschlachtfelder, nicht das in der Ukraine. Ja, yeah. Das ist ja super. Ja. Dieser Wahlkampf bewegen wird. Mhm. Herr Banaschak, die Grünen, eigentlich die Partei der Pazifisten, haben, wenn man Frau Deitelhoff Glauben schenkt, und jetzt gibt es gleich Durchzug, das so ein bisschen abgegeben, den Friedensbegriff. Jetzt komm erstmal, pass auf, jetzt wird es entschärft. Ich selbst bin die ersten Jahre bei meinen Großeltern aufgewachsen, die geprägt waren von ihren Kriegserinnerungen. Und die sind sehr präsent, deswegen auch in meiner Wahrnehmung. Und deswegen ist mir sehr wichtig, einmal klarzustellen, das Ziel unserer Politik gegenüber Russland und der Ukraine und einer wirklich konsequenten Unterstützung, nicht einer mit Handbremse nur stattfindenden Unterstützung der Ukraine, ist der Frieden. Das ist sowas von scheiße auswendig gelernt. Mhm. Alter, der hat gesessen, ja, hat so richtig sein Gesicht angesehen, hat drauf. Okay, ich fange jetzt an. Da! Und dann ging's los. Was ist denn eigentlich dann die Kriegserfahrung? Ne? Also ich, Ja, er weiß, er hat in seiner Kindheit gelernt, Krieg ist auch irgendwie schlimm, weil seine Großeltern gesagt haben, Krieg ist schlimm. Man muss es vermeiden und deswegen ist er immer unterwegs mit dem nicht und mit jetzt dem Ziel, und jetzt, Frieden. Und die haben ja damals irgendwie seine Großeltern haben ja mit dem Russen gekämpft, hatten sie auch schon ihre ersten Probleme und die Ukrainer waren ja immer ganz nette Leute mit dem Bandera und so, oder was sollen jetzt die Erfahrungen sein, ja? Na gut. Krieg ist schlimm und daher braucht es mehr Krieg, damit es keinen Krieg mehr gibt. Mhm, genau. Indem man sich vor einem imperialen Aggressor in den Staub wirft und so tut, als wäre Besonnenheit, sich möglichst nicht zu positionieren, sich möglichst zurückzuziehen. Denn was ist doch die Erfahrung mit Wladimir Putin in den letzten Jahren gewesen? Die Erfahrung ist doch nicht, oder Jahrzehnten muss man ja sagen, die Erfahrung ist ja nicht gewesen, dass immer dann, wenn er Grenzen gewaltvoll verschoben hat, es eine starke Reaktion gab und er dann gesagt hat, Mensch, okay, sondern er hat immer das Signal des Westens bekommen, eigentlich nicht richtig, aber mach mal weiter so. Ja. Man kennt sie, die Signale des Westens, die nach der Besatzung der Krim gesagt haben, eigentlich nicht richtig, aber mach mal weiter so. Das ist so ein Bullshit, ne? Grenzen verschieben. Israel, okay. Putin, Aber auch hier, ne? Frieden, er ist aufgewachsen irgendwie mit den Kriegsstories seiner Eltern und ihm liegt Frieden am Herz. Und wie erreicht er den Frieden? Naja, man muss jetzt halt mal mit Krieg dem Putin zeigen, wo der Hammer hängt. Jedenfalls sich nicht in den Staub werfen. Man darf sich nicht in den Staub werfen. Also das hat der Hitler auch gesagt irgendwie. Also kein Vergleich, ja, ne, falls jetzt wieder Shitstorm kommt, ne? Aber der hat auch gesagt, irgendwie vor den Mächten, die uns im Ersten Weltkrieg so schlecht behandelt haben, da werfe ich mich nicht in den Staub so. Selbst 2014, nach Annexion der Krim, hat die deutsche Bundesregierung, also
Union und SPD noch die letzten Gasspeicher an ihn verkauft und ihm das Erpressungspotenzial gegeben, dass er dann im Winter 22 und dann 22, 23 ja gegen uns auch genutzt hat. Das war ein richtiger Vaterlandsverräter. Richtig dumm auch. Also, ja, was haben die sich bloß gedacht? Also man weiß es nicht. Aber was haben den Krieg noch finanziert, weil sie billiges Gas für das Wirtschaftswachstum irgendwie. Das ist wirklich, denkst du wirklich so? Die können ja bloß dumm gewesen sein. Ja. Nein, dass die unterwegs waren und weiß ich nicht, Wandel durch Handel oder sowas betrieben haben oder so, diese ganzen Ideologien, die da unterwegs waren. Mhm. Nein, die haben einfach in Russland günstiges Gas gesucht und haben da auch einen Handelspartner gesehen. Und das wollten die aufrechterhalten, weil, und das hat man ja dann auch 2022, 2023 gemerkt, wenn das nicht da ist, dann läuft hier einiges nicht mehr so rund, wie es laufen soll. Ja. Und damit haben sie auch recht gehabt. Insofern ist dieses ganze Gelaber von wegen, man hat sich in eine Abhängigkeit begeben und so weiter. Also was soll denn der Scheiß, wenn man einen Vertrag miteinander macht und irgendwelche Handel betreibt? Ja, dann ist der Fakt, dass man dann irgendwie voneinander abhängig ist, doch wirklich das wenigste Interessante. Also das ist doch einfach normal. Also dafür, dass der Putin eigentlich ein völlig verrückter Diktator ist, muss der ganz schön clever gewesen sein, die Deutschen in diese Abhängigkeit zu zwingen, ja. Genau, die haben sich an der Nase rumführen lassen, weil sie dachten, dass wenn sie sein Öl und sein Gas kaufen, dass er dann von seinen verrückten Diktator-Allüren ablässt und ein demokratischer westlicher Präsident wird. Mhm. Und deswegen ist ja die Frage, was bringt denn den Frieden? Bringt ja, genau. Der Krieg. Ist den Frieden, jetzt wieder die Fehler der Vergangenheit zu machen und nur zu sagen, eigentlich geht es nicht, aber vielleicht müssen wir doch gucken, dass wir mit dem irgendwie klarkommen? Oder braucht er jetzt die klare Reaktion, dass dieses gewaltsame Verschieben von Grenzen, diese Brutalität, dieses Töten von Menschen, das Verschleppen von Kindern auch mal Konsequenzen hat? Denn wenn er das nicht erfährt, auch mal, dann ist doch der Anreiz da zu sagen, ich guck mal, welche weiteren Nachbarstaaten ich hier habe. Und irgendwann ist NATO-Territorium erreicht und dann führen wir eine ganz andere Debatte. Dann, also auch er stellt hier schon klar, wo er die eigentliche Gefahr sieht und was ihm eigentlich irgendwie wichtig zu sein hat oder uns wichtig zu sein hat, wenn wir ihm zuhören. Nämlich, ja, am Ende kommt der Russe auch für unseren Hals. Ja, das Interessante ist wirklich, ich habe neulich so bei Instagram so eine Tagesspiegel-Story gesehen. Da haben die irgendwelche Leute, die in Litau, also deutsche Soldaten, ja, machen ein Manöver, ballern da 15 oder 10 Kilometer von der Grenze zu Weißrussland rum. Was sagen die einem da? Die Gefahr ist da. Erklärt sich keiner, warum. Da sind auch keine weißrussischen Truppen oder so. Aber die schießen da mit ihren Panzern und allem Gedöns irgendwie an der Grenze zu Weißrussland rum und sagen, na, da ist die Bedrohung. Ey, was sollen sich der Weißrusse da eigentlich denken, wenn er irgendwie ständig irgendwie irgendwelche Panzergeschütze da von Weitem hört? Ja, also da ist ja wirklich mal die Frage, so, ob tatsächlich der entsprechende Hunger des russischen Bären wirklich so die Wahrheit ist. Naja, gut. Einsatz dient dem Frieden. Bevor wir jetzt... Krieg dient dem Frieden. Also da muss ich sagen, ich weiß, du hast das Buch, aber so diese Wortspielereien und so, die da Orwell da in dem 1984 auch irgendwie so vorführt. Das war das Peace, War is Peace, ja, Krieg ist Frieden. Ja. Ja, Unwissenheit ist Stärke und irgendwas anderes noch. Ja, aber das, was man heute modern Framing nennt, das kannte der da schon so oder hat er sich schon so gedacht. Ja, okay, ne? Ist auch nichts Besonderes. Kann man ja trotzdem sagen, das ist schon vielleicht eine fiktive Idee, weil die bis dahin noch gar nicht so präsent war, weiß ich gar nicht. Ja. Wobei, muss man sagen, der Orwell, das ist ja eigentlich nicht, also der macht das ja als, der bringt das ja als eine Kritik. Der setzt es ja nicht selber gleich und sagt nicht affirmativ selber, Krieg ist Frieden, sondern eigentlich will er ja noch den Unterschied aufrechterhalten wissen. Ja? Insofern ist das auch wieder doch nicht so gut. Okay, weiter geht's. Diverge, sorry. Voll in diese Debatte einsteigen. Gucken wir vielleicht nochmal ein bisschen zurück. In der Ukraine herrscht seit über 1000 Tagen Krieg und die Frage, wie sich Deutschland dazu verhält, die reißt richtig Risse durch dieses Land. Und wir gucken uns mal einen kleinen Rückblick an, die 1000 Tage oder mehr Krieg in der Ukraine. Das können wir auskippen, oder? Oder wollen wir das sehen?
Als Propagandawerk vielleicht gut? Na gut, machen wir. Doch, das ist schon, ja, das Propagandistische. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Kharkiv im Osten, die Hauptstadt Kiew, Odessa im Süden. Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Man musste selber lachen. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Für die Bundeswehr ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Herr Bundeskanzler Scholz, unterstützen Sie uns. Unterstützen Sie den Frieden. Zerstörung durch russische Luftangriffe in der ostukrainischen Stadt Kharkiv. Besonders dramatisch nach wie vor die Situation in Mariupol. Die schlimmsten Sanktionen gegen Putin könnten heißen ein Energieembargo gegen Russland. Auf den Straßen des Vororts Butscha wurden zahlreiche getötete Zivilisten entdeckt, offenbar gezielt erschossen. In der Ampelkoalition mehren sich die Stimmen, die eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine fordern. Die Koalition diskutiert noch. Scholz habe da Ladehemmungen, kritisiert FDP-Frau Strack-Zimmermann. Der Bundestag hat der Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine zugestimmt. Dafür attackieren sich Union und Regierung ziemlich heftig. Das ist Zögern, das ist Zaudern und das ist Ängstlichkeit. Entscheidungen rund um den Leopard 2. Der Kanzler sagt nein und ist spürbar genervt, das immer wieder erklären zu müssen. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine ein sehr gutes Unterstützungspaket geliefert. Also der Vorwurf, wir würden zu wenig tun oder die falschen Entscheidungen treffen, den kann man schlicht nicht so im Raum stehen lassen. Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten. Zelensky möchte zusätzliche Waffenlieferungen. Erneut die Debatte, ob auch deutsche Taurus-Marschflugkörper mit einer Reichweite von 500 Kilometer an die Ukraine geliefert werden. Sollen. FDP und Grüne sind dafür. Dass Bundeskanzler Scholz nach dem Bruch seiner Ampelkoalition mit Russlands Machthaber Putin telefoniert, kritisiert der ukrainische Präsident scharf. Olafs Anruf öffnet meiner Meinung nach die Büchse der per Du schon geworden. Olafs Anruf. Der Olaf hat den Wladimir angerufen. Aber die Parteilichkeit in diesem Clip, die ist wirklich beeindruckend. Ne? Also das, man weiß auf jeden Fall, nichts von der Vorgeschichte. Man weiß, dass es wird alles ausgeblendet. Das ist wirklich nur das, die arme Ukraine und das böse Russland sind da irgendwie aufgrund des größenwahnsinnigen Diktators in Moskau aneinander geraten, beziehungsweise wird die jetzt ja praktisch von dem bombardiert. Ja, also ich meine, über den Krieg und den Verlauf, die Gründe des Krieges, überhaupt, wie sich der Krieg entwickelt hat, was da passiert ist oder so, hat ja dieser komische Videoclip überhaupt nichts gezeigt. Alles, was der eigentlich zeigen wollte, ist, es gibt unterschiedliche Meinungen in Deutschland darüber und die sind im Konflikt darüber, wie man die Ukraine mit Waffen beliefern soll oder nicht. Ja. So billig war es dann. Ja, aber die Risse, also ich sag mal, die Risse sind ja auch lächerlich. Ja, okay, klar, die Strack-Zimmermann und der Merz, die. Tuch ist gerissen. Die wollten immer schon Stärke zeigen, also sprich, schon die Ukraine dann halt mit mächtigeren deutschen Waffen ausstatten. Klar, ne? Aber da muss man sich die Frage, die Risse durch die Bevölkerung, ja, die wird schon auch geben, aufgrund der Tatsache, dass sie sich dazu ihre Meinung bilden als Staatsbürger, aber. Prinzipiell war ja praktisch die Tatsache, dass man die Ukraine erstmal unterstützt dahingehend, um da halt die russischen Truppen zu dezimieren und dem Russen einen Schaden zuzufügen, da sind die sich ja einig. Ja. Ich glaube, der Typ erwähnt auch selber, dass bezüglich Waffenlieferungen eigentlich die Stimmung in der deutschen Öffentlichkeit angeblich laut Umfragen relativ eindeutig gegen so Eskalation und Waffenlieferungen ist. 50-60% seien wohl irgendwie dagegen. Ja, stimmt, das kommt nach. Und sind auf jeden Fall vielleicht dann kleinere Risschen. Aber dass in ein Land, das gerade einen Krieg führt, innerhalb der Bevölkerung 60% der Leute sagen, wir wollen den Krieg nicht weitermachen, das ist natürlich ein Problem. Ja, und übrigens auch, das kommt hier jetzt nicht so, ich habe neulich wieder eine andere Talkshow zu dem Thema gesehen. Da erzählen die einem auch so glatt, ach naja, die Ukrainer, die wollen weiterkämpfen. Und ich weiß nicht, im Juli erst noch habe ich im Tagesspiegel gelesen, so dass 50% da auf jeden Fall nicht mehr kämpfen wollen und gerne jetzt mal eine diplomatische Beendigung fordern. Ja, und von den restlichen 50%, die immer noch glauben, dass das richtig ist, ist eine ganze Menge an der Front und wird halt verheizt. Und der Rest, der das ist Glück hatte zu überleben, ist dann irgendwie gezeichnet, amputiert oder lebt unter irgendwelchen suizidalen psychischen Störungen. Oder ist halt geflüchtet. Und ich habe heute erst, habe ich dir. Auf der Flucht eventuell auch mal. Da kann man auch mal verrecken, ja. Genau. Entweder weil man erwischt wird oder weil man nicht bei dem Fluss da irgendwie nach Rumänien oder so den richtigen Berg erwischt oder sowas.
Aber das heute fand ich auch nochmal interessant. Ne? Bisher war ja die Wehrpflicht ab 25. Die USA haben heute den Ukrainern geraten, sie sollten doch vielleicht das Wehrpflicht auf 18 runtersetzen. Auf 18 runter. Also bis ab 25 aufwärts praktisch Wehrpflicht oder Kriegsdienstpflicht. Und jetzt, da es jetzt mit den Soldaten noch ein bisschen schwierig ist und schon so viele draufgegangen sind oder wie man später noch erfahren wird unter wegen der mangelnden, wie heißt der Austausch da, wenn man die Rotation, wegen der mangelnden Rotation an der Front, weil man ja auch mal irgendwie eine Runde schlafen muss, irgendwie, wenn man gekämpft hat, da sollte man noch vielleicht das Wehralter noch weiter runtersetzen. Ja, nett. Dass Olaf Scholz Wladimir Putin anruft, was für ein Signal hat er damit gesendet? Das war ein GSM-Signal. Frage wirklich beantworten. Ich will aber nicht. Aber ich will sie doch nicht beantworten. Einen Satz von Ihnen, Frau Deitelhoff. Der ist richtig lassen, sauer wegen, weil. Wenn ich das zuvor sagen darf, dann komme ich auch sofort auf Ihre BSW Frage gehalten. Zu sprechen. Und das ist Ihre Aussage, dass die Parteien, die auch hier vertreten sind, den Friedensbegriff der AfD und BSW überlassen hätten, die würden heute mehr für Frieden stehen. Dieser Satz, der darf einfach hier nicht stehen bleiben. Und ich würde auch an Sie appellieren, setz dich hin, Satz, ihn noch mal zu überlegen. Wir haben gerade die Bilder des Krieges gesehen. Sie haben Ihren Satz gesagt. Das sind die Bilder, die zeigen den Krieg Putins und Russlands gegen vor allen Dingen die Zivilisten. Die beiden Parteien. Ja, das ist sein Ziel. Vor allen Dingen gegen die Zivilisten vorzugehen. So ist er auch angetreten. Die berichten die ganze Zeit davon, dass da Infrastruktur kaputt gemacht wird, dass es da Frontkämpfe gibt und so. Und das Einzige ist eigentlich Kriegsverbrechen schlechthin. Ja. Geht vor allen Dingen gegen Zivilisten. Das ist auch total strategisch sinnvoll, irgendwie nicht den gegnerischen, die gegnerischen Materialien. Den Staat, den will man ja stehen lassen. Was gegen die Zivilisten. So ist es, ja. Ja, genau. Und vor allen Dingen die Soldaten und die Panzer, die lässt man stehen, aber die Zivilisten malträtiert man. Das ist eine super intelligente Kriegsführung. Sehr glaubhaft. Parteien, die Lobbyisten dieses Kriegstreibers sind die Parteien AfD und BSW. Und dass hier irgendeiner in Deutschland den Eindruck hat, jedenfalls eine Mehrheit dieses Landes, dass diese beiden Parteien Friedensparteien sind, ist eine wirkliche Ungeheuerlichkeit, von der ich glaube, dass sie mit der Realität in diesem Land nichts zu tun hat. Es sind keine Ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Wie kann man das bloß behaupten? Wie kann man das behaupten? Also, oder wie kann man das nur glauben? Das Argument bleibt auch schuldig, ne? Also, weil ich meine, warum sollen die das nicht ernst meinen? Also man kann nochmal drüber nachdenken, was deren Zwecke sind, wenn die sagen, die wollen das wieder so wie ein vernünftiges Verhältnis zu Russland und wieder das Billige. Die wollen eigentlich das, was die schwarz-rote Regierung halt ein Jahrzehnt lang praktiziert hat. Frau Deidland hat bestimmt auch noch die Gelegenheit. Ich möchte sie nur nutzen im Sinne der auch eben angesprochenen Ernsthaftigkeit, dass wir vielleicht diese Sendung heute nutzen, um etwas differenzierter, nachdenklicher und ernsthafter über den Begriff Frieden etwas zu sprechen. Ich will mich versuchen, kurz zu machen. Frieden haben wir noch lange nicht, wenn dieser Krieg beendet ist. Frieden werden wir in Europa erst haben, wenn wir ein Post im... Wenn alle Kriege beendet sind. ...imperiales Russland haben. Dann haben wir wieder die Chance auf Frieden. Nämlich, dass jedes Land in Europa davon absieht, das andere Land überfallen oder beherrschen zu wollen. Davon sind wir vielleicht noch eine Generation oder wie weit weiß entfernt. Darum wäre ich bei dem Begriff Frieden, sollten wir bewusster sein, von welchem hohen Gut wir überhaupt sprechen. Was wir aber erreichen können, und das ist dann vielleicht meine... Weil es innerhalb der EU keinen Imperialismus gibt. Nee, in Deutschland nicht auf Kosten. Weil es keinen der Grenzen verschiebt. Als man Belgrad ein paar Baulücken verpasst hat, da hat man Serbien immer noch so stehen lassen in seinen Grenzen. Außer mit dem Kosovo. Da hat man auch Grenzen verschoben. Blätti Split gemacht. Auf jeden Fall, ja. Aber das war ja völkerrechtlich konform. Ah. Nee, war es nicht. Schwierig. Das war bestimmt irgendein Politiker von der AfD oder der BSW oder so, der das durchgezogen hat. So wird es gewesen sein. Letzte Bemerkung, das hat der Banaschak eben auch schon angesprochen, dass dieser schreckliche Krieg endet. Und dann ist es eine Frage der Abwägung, der Bewertung, was sind die geeigneten Mittel, um dafür zu sorgen, dass dieser schreckliche Zerstörungs-, Vernichtungskrieg
Putins Russland gegen die Ukraine beendet wird und scheitert. Da ist wie der auch irgendwie geile Krieger zu kennen scheint. Ja? Da muss immer noch Zerstörungs- und Vernichtungskrieg, schreckliche und Vernichtungskrieg und Kinder werden verschleppt und so weiter. Ja, gibt es eigentlich nicht Zerstörungskriege? Ich kenne auch übrigens keinen Krieg, der nicht mit einem Angriff begonnen hätte, aber gut. Ein Nicht-Zerstörungskrieg. Also wie kommt man eigentlich auf das Urteil, ja, das ist ein Krieg, der mag ja trotzdem schlimm sein, aber der ist nicht ein Zerstörungskrieg. Schreibt es uns in die Kommentare. Meine Auffassung, unsere Auffassung, dass der Weg zur Beendigung des Krieges ist, die Verteidigung der Ukraine dabei zu helfen, dass sie sich verteidigen kann. Das ist aus meiner Sicht der verantwortungsvolle Weg dazu, den Krieg zu beenden. Der Punkt und ist das verstanden. War immer unser Punkt, darum haben wir immer Friedenspolitik in Anspruch genommen. Und da ist übrigens der Übergang von dem Carlo Massala, nicht von Carlo Massacca, aber von dem Carlo Massala, der Übergang völlig konsequent zu sagen, okay, wenn die das nicht schaffen, dann müssen wir halt irgendwann europäische Bodentruppen reinbringen. Das, ja? ist so eine elende Diskussion, die man vielleicht Mitte 2022 noch irgendwie, wo man die noch hätte laufen lassen können, aber Alter, es gibt keinen Militärstrategen auf diesem Planeten mehr, der einigermaßen ernst zu nehmen ist, selbst wenn er selber Propagandist ist, der ernsthaft sagt, dass es noch irgendeine große Aussicht darauf gäbe, dass die Ukraine all ihre Ländereien wiederhergewinnt und den Russen aus diesen Gebieten vertreibt. Das ist gegessen. Objektiv, subjektiv schreibt, es gibt noch Aufbaukriege und Unterhaltungskriege und Informationskriege. Da wird nur das Argument vernichtet. Es gibt auch Rosenkriege. Aber die können auch relativ schnell in einen Vernichtungskrieg kommen. Ja, man sollte nur auf jeden Fall, genau, man sollte von Danny DeVito und Kathleen Turner, der Rosenkrieg, da ist ziemlich viel kaputt gegangen und am Ende beide Leute, glaube ich, ne? Ich meine, die sind beide gestorben. Wirklich bestehen und dürfen das nicht so leicht. Ich finde das ganz toll, dass Sie, Herr Röttgen, jetzt hier so viel über Frieden sprechen und was Sie darunter verstehen. Ich wünschte mir, das wäre in den letzten 1000 Tagen bereits passiert. Und da muss man einfach sagen, und Sie können die Debatte und Sie können Ihre eigenen Statements, wie die ganz vieler Politikerinnen und Politiker, genauso wie auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ansehen. Und dann sehen Sie, dass der Friedensbegriff dabei nicht groß eine Rolle gespielt. Was für ein Bullshit, also was labert die denn? Die haben, die sind von Tag 1 sind die angetreten mit, wir müssen Frieden sichern, die Friedensordnung wurde angegriffen. Also das gleiche Gelaber, was denn Röttgen hier ja gerade bringt, das ist doch das, was wir jetzt seit 1000 Tagen wirklich hören, Tag ein, Tag aus. Wovon redet die Frau, wenn die meint, die haben nie über Frieden gesprochen oder haben den Friedensbegriff nicht diskutiert? Was hätte der Scholz sich hinsetzen sollen und so ein Teach-in machen sollen wie der Peter Decker zum Begriff des Friedens oder was? Was ist denn mit der los? Ja, zumal dass der Inhalt von Frieden, wie sich der Röttgen das vorstellt und wie sich am Ende auch sie dann wieder vorstellt, da kommen wir ja dann noch zu, ne? Genau, sie redet eigentlich an ihm vorbei, weil der hat schon einen Inhalt von Frieden, die europäische Friedensordnung und die so bedeutet Russland. Und der Grund, warum die AfD und die BSW jetzt mehr mit den Leuten wegrennt, die gegen diesen Ukraine-Krieg sind, also gegen die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland, liegt daran, dass die halt gegen die Unterstützung sind der Ukraine und ihr seid halt für die Unterstützung. So, beide denken sich so ihren Frieden. Auf die eine Art und Weise wird der Frieden durch die Unterstützung der Ukraine gebracht, wie auch immer. Ja. In 1000 Tagen hat es ja jetzt noch nicht geklappt. Mal gucken, kann ja morgen noch passieren. Mhm. Auf der anderen Art und Weise sagen halt irgendwie Leute wie die Wagenknecht oder so, verhandeln, Diplomatie, Waffen runter und schon auf gar keinen Fall eskalieren und so sagen die halt und denken, dass sich damit der Frieden kommt. So, sie wollen doch beide Frieden. Das hat doch nichts mit dem Begriff Frieden zu tun. Das ist so ein Quatsch. Ja. Absolut, wir haben eine Kommission und in unserer darum, Fraktion gegründet. Der ist Frieden ist schön, und sicher in Europa. Finde ich ganz schön, aber jetzt. Genau, Frieden und Sicherheit. Ich finde das ganz schön, dass Sie jetzt auch über Frieden reden. Immer davon gesprochen. Ja, jetzt geht es doch darum, was bedeutet denn ein ernsthaftes Friedenskonzept, damit Sie es eben nicht BSW und AfD überlassen. Aber das sagt doch nicht, dass ich Unrecht habe, sondern ganz im Gegenteil. Aber daran arbeiten wir. Sie unterstellen uns, dass wir das nicht tun. Warum sind wir denn für die Unterstützung der Ukraine? Genau aus diesem Grund. Dass Sie das nicht getan haben. Und ich freue mich. Ich bin begeistert als Friedensunterstützer. Wie paternalistisch die ist, das ist echt krass. Vor allen Dingen, Ihre Sorge ist ja nur, dass er den Friedensbegriff diesen Parteien halt überlässt.
der Inhalt rückt ja fast schon ein bisschen in den Hintergrund, ne? Wenn man das so formuliert. Ja, der kommt, wie du meintest, schon später. Kommt der später. Nein, das muss ich absolut zurückweisen, dass Sie die Einzigen sind, die ich möchte. Ich möchte ja mit diesem Otto anfangen. Kommt ja nicht drauf klar, der Norbert. Ich möchte mit dieser Runde, das war mein Ziel, bevor Herr Röttgen Sie eine andere Abzweigung genommen haben, das hier besprechen. Es geht um das Telefonat und also den Weg möglicherweise Olaf zum Frieden, den Olaf Scholz da womöglich eingeschlagen hat. Er hat Putin angerufen und die Frage war, jetzt kriegen Sie sie nicht mehr, Herr Röttgen. Ich könnte sie aber beantworten. Ein Scherz, natürlich kriegen Sie die Frage noch, aber bitte in aller Kürze. Was für ein Signal sendet der Bundeskanzler damit? Ein falsches Signal? Eine Aufwertung Putins. Mhm. Aufwertung, ja. Man telefoniert mal miteinander. Ich habe dich jetzt aufgewertet. Marek, deswegen rufe ich dich nie an. Zu Recht. Ich wäre auch gar nicht rangegangen. Er ist von allen westlichen Nachbarregierungschefs, Staatschefs, dem französischen Staatspräsidenten, dem polnischen Ministerpräsidenten, dem britischen Premierminister, dem EU-Außenbeauftragten dafür kritisiert worden. Er hat Putin nichts Neues sagen können. Er hat nichts gebracht. Er hat auch kein Druckmittel gehabt. Und die Reaktion, Herr Pistorius hat das ja gesagt, der Ertrag war bescheiden, war, das dass zwei Tage nach diesem Gespräch es zu den mit massivsten Angriffen Russlands auf die Ukraine gekommen ist. Das war Scholz ist schuld. Der hat bestimmt irgendwas falsch gesagt, sein Englisch nicht so gut. deswegen hat Putin gesagt, bombardiert. Jetzt mache ich diese Oreschnik mal, jetzt zünde ich mal den Knaller. So wird es gewesen. Aber das kritisiert die Frau Doan tatsächlich dann noch ganz gut. Oder, ey, komm, das ist ja Bullshit, den macht sie gleich. Naivität und ich halte es für 100%. Ich halte es für 100%. Dass Sie das jetzt so darstellen, als ob das eine Kausalzusammenhänge hätte. Nein, er hat nichts erreicht. Der Scholz hat mich angerufen und jetzt werde ich meine Kritik. Nein, er hat nichts damit erreicht. Nein, das, was er doch. Das ist ein Kausalzusammenhang, der doch überhaupt nicht gegeben ist. Ich habe gesagt, es gibt keinen Kausalzusammenhang, er hat nichts erreicht. Doch, das, was, ich habe das erwähnt, um klarzustellen, dass es da keinen Kausalzusammenhang gibt. Das, was Scholz dort Norbert macht, Röttgen, Ursachenforscher, ist keine Außenpolitik, sondern es ist 100% Wahlkampf in dem Sinne, wie Sie eben angesprochen haben. Wunderbar. Er soll, und das haben Sie auch eben zu Recht gesagt, er will sich präsentieren, dass er derjenige ist, der sozusagen Frieden, wie wir jetzt gesprochen haben, herstellt und der uns dieser Kriegsbeteiligung erschämt. Ich glaube, der ist auch, also der hat viel Kaffee getrunken oder irgendwie, weiß ich nicht. Also wenn das ein Wahlkampf-Mut von dem Olaf Scholz war und der aber darin resultierte, dass alle Staatschefs aller anderen Länder irgendwie kritisch darauf reagierten und auch die Medien hierzulande kritisch reagierten, dann war das tatsächlich ein ziemlich dummer Move. Und das war dem aber auch klar, dass er da alleine nach vorne geht erstmal und guckt, das erklärt der Stegner auch so, dass das jetzt nicht von heute auf morgen dann eine entsprechende, dass man natürlich als Staatschefs da den Punkt besprechen kann, wieso denn nicht, ja, aber gut. Mit Putin spricht nur die Gewalt. Was Kinder sagt, das ist Wahlkampf, war das ein Signal eher nach innen und nicht nach außen? Das war ein Signal nach innen, sicherlich auch nach außen. Das spielt doch gar keine Rolle. Nein, es spielt keine Rolle, Herr Röttgen. Also erstens mal war es auf gar keinen Fall eine Reaktion. Russlands Gebaren danach, die zwei Tage danach, nach dem Telefonat, hat er doch nicht darauf reagiert, indem er gesagt hat, der Scholz hat mich angerufen und jetzt werde ich meine Kriegsführung verstärken. Doch, hast du gesagt. Hast du gesagt, das wäre Bernd, ey. Sozusagen ein diplomatischer Beitrag, um bei Putin etwas zu erreichen. Er hat nichts erreicht, sondern die Diskussionshoheit bei Herrn Leuten. Sondern er hat massive Angriffe erreicht. Das scheint richtig angeregelt. Und zwar genau jetzt sind Sie dran. Ich finde, erstens hat Frau Deidloff recht, das Thema Frieden haben wir zu doll den Populisten überlassen, das kann man in den Ergebnissen sehen. Das gilt auch für meine Partei und ich wirke daran mit, dass sich das ändert. Ich glaube, das Thema Frieden muss besetzt werden von Leuten, die es ernst mit Frieden meinen und nicht pro Putin sind. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, natürlich ist vernünftig, wenn der Bundeskanzler mit Putin telefoniert. Und das zu kritisieren ist doch absurd. Man muss immer reden, dass das nicht sofort zu Ergebnissen führt. Das ist doch, das mögen alle Sie westlichen falsch finden. Regierungschefs haben es kritisiert. Ich finde es richtig, dass Sie miteinander reden. Und Helmut Schmidt, auch kein Linker, hat immer gesagt, es ist besser, man redet miteinander, als, auch wenn es vergeblich ist, eine ganze Weile, als zu schießen. Und Sie das, sind und gegen Helmut zweite, Schmidt. Und das so. Zweite ist, der war Sozialdemokrat. Und das Zweite, um das mal hinzuzufügen, ist, dass wir natürlich in der Situation sind, wo die Militärlogik, wir schauen uns das ja jetzt an seit einer ganzen Weile,
nicht funktioniert hat. Und was man erreichen kann, ist, dass die Ukraine den Krieg nicht verliert. Und das müssen wir auch erreichen, damit Grenzen im Mittelmeer verschoben werden. Aber zu glauben, wir müssen nur genug Waffen liefern, dann wird das schon, ist ein Irrtum. Und Olaf Scholz steht für etwas anderes. Er hat klar sich bekannt dazu, dass wir den Taurus nicht liefern. Dafür gibt es gute Gründe. Und mein Eindruck ist, dass die Bevölkerung das auch richtig findet. Ja, aber das ist widersprüchlich, ne? Also auf der einen Seite sagt er halt, okay, wir müssen halt irgendwie gucken, dass da Frieden kommt und dann aber irgendwie, dass die Ukraine sich verteidigen kann und nicht verliert. Also keine Grenzen verschoben werden. Keine Grenzen verschoben werden. Also beides gleichzeitig geht doch gar nicht. Also der Unterschied ist, der eine ist von der CDU, der andere von der CDU. Ich glaube auch, ja. Putin anrufen und dafür kritisiert werden von so ziemlich allen westlichen Verbündeten. Ist das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte? Also das hat jetzt insgesamt über eine halbe Stunde gedauert. Wobei doch, sie hatte, glaube ich, am Anfang zur Einführung konnte sie auch noch sagen. Aber ja, im Prinzip sagte, muss man, glaube ich, sagen, jetzt was irgendwie und das sagte später, sagte das selber normal. Olaf Scholz hätte schon viel früher und wahrscheinlich häufiger auch die Kommunikationskanäle offen halten sollen und telefonieren sollen. Und übrigens nicht nur Olaf Scholz, sondern nämlich gemeinsam mit anderen internationalen Partnern. Es ist ja nicht so, dass die Bundesrepublik alleine jetzt irgendwie für Frieden sorgt, sondern wie können Verhandlungen zustande kommen? Ich finde es interessant, dass hier großspurig über Frieden gesprochen wird, aber nicht einmal das Wort Verhandlungen oder Diplomatie in den Mund genommen wird, was eigentlich die Wege wären, die dann zu Frieden führen. Und das ist nämlich genau das. Es kommt nicht nur über Waffenlieferungen und auch nicht über ein Telefonat. Es ist in der Tat naiv zu glauben, ein Telefonat würde das verändern. Aber zu sagen, es gibt Friedenspläne aus Brasilien, aus China, die auf dem Tisch liegen, gemeinsam mit internationalen Partnern, könnte man Druck auf Russland ausüben, realen Druck und den nicht nur über Waffen, sondern nämlich tatsächlich auch über die internationale Gemeinschaft. Da frage ich mich dann aber auch, warum sollten die das denn tatsächlich für Deutschland tun, die Brasilianer oder die Chinesen oder wer auch immer da. Die chinesischen Angebote, die auf dem Tisch liegen, sind auch welche, die eine gewisse Konzession von Russland erfordern, allerdings natürlich nicht im Ansatz einer, die an die Ansprüche der Amerikaner und der Europäischen Union heranreicht, nämlich komplette Wiederherstellung der Ukraine bis zur Krim. Das ist da halt nicht drin und deswegen sind die auch uninteressant. Also, ja, und ich meine, dass der Putin ist doch in diesem BRICS-Bündnis genau mit diesen Staaten drin und das ist doch gerade das Problem für den Westen gewesen, dass die ganzen Sanktionen, also jetzt neben der Schießerei, die da finanziert und geliefert haben, ja, die ganzen Wirtschaftssanktionen sind doch alle deswegen halt nicht zu dem Ziel gekommen, wie sich der Westen gewünscht hätte. Also die Ökonomie Russlands kaputt zu machen, weil man dafür schon die ganze Welt in Beschlag nehmen muss, die das dann praktisch mitmacht. Und das war halt nicht der Fall. Das wird sicher, also vielleicht passiert das unter Trump, dass der sich mit dem chinesischen Präsidenten zusammensetzt und einen Friedensplan für die Ukraine ausmacht. Gerade der, ja, genau. Das ist, Robert Habeck, Ihr Spitzenkandidat, hat gesagt, er war informiert über dieses Thema. Aber nur nochmal so, ne? Also linke Friedenspolitik ist halt die Druck ausüben, die imperialistischen Mittel von Brasilien und China in Beschlag nehmen, um Russland unter Druck zu setzen, ja. Und dann womit, mit deutscher Gewalt? Oder wie soll man das denn tun? Also das ist wirklich Die könnten dann Waffenlieferungen zurückhalten, die könnten dann, wie gesagt, diese Finanzunterstützung und Finanzspritzen auch zurückhalten. Die Chinesen müssten dann halt Gewalt ausüben eigentlich. Ja, aber wie sollten die das tun, wenn Deutschland das sagt? Also da müsste man die nämlich auch mit irgendwelchen Druckmitteln. Es gibt ja es gibt ja auch einen Grund, warum Russland China vorschlägt als einen Verhandlungsmediator. Ja, klar. Ines Vorschlag wäre, deutschen imperialen Druck auf diese Staaten zu nehmen, damit die sich auch zusammen mit Deutschland dann gegen Russland wenden. So verstehe ich das. Oder ist aber das so eher so diplomatischen Druck, ne? Ja, gut, okay. Der ist jetzt gewaltfrei oder der verweist nicht auf die Machtmittel eines Staates, der diplomatische Druck. Das ist doch Quatsch. Ja, ja, seine Macht, seine diplomatische Macht, da einen Anschlag bringen und zu sagen, hier, mach mal, sonst ziehen wir VW ab oder sowas. Genau, dann gibt es keine VW-Werke mehr in Rio de Janeiro oder so, ja. Wovon natürlich vor allem VW betroffen wäre und nicht China. Stimmt auch. Bernhard, finden Sie es eine gute Idee? Na, ich glaube, es geht in der Bewertung der richtigen Politik nicht um ein Telefonat. Man darf das, glaube ich, weder überbewerten noch unterbewerten. Die Frage ist... Was?
Man darf es weder überbewerten noch unterbewerten. Es geht aber nicht um ein Telefon an. Okay. Ja, gibt es eine Gesamtstrategie? Gibt es eine Gesamtstrategie? Ist für uns eine gute Idee oder eine schlechte Idee? Na, die Frage ist ja, mit welchem Ziel man telefoniert und ob man auch andere Maßnahmen im Rücken hat. Und wenn Frau Schwertner sagt, dass es natürlich um Verhandlungen und Diplomatie gehen muss, also kein vernunftbegabter Mensch ist ja dagegen. Die Frage ist ja, was ist die Grundlage für Verhandlungen? Und die Erfahrungen zeigen ja, dass wenn man der Ukraine nicht die Möglichkeit gibt, eine Verhandlungssituation zu schaffen, bei der ihr dann kein Diktatfrieden aufgedrückt wird, sondern wo sie Diktatfrieden, noch so eine Floskel. Selbstbestimmt verhandeln kann, dann braucht es eben selbstbestimmt, ja. Selbstbestimmt, also im Sinne von souverän, seine Interessen durchsetzen, selbstbestimmt in der Verhandlung mit einem Kriegsgegner. Der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Auch die militärische Unterstützung, das ist doch kein Widerspruch. Und in dem Sinne, vielleicht kann ich zwischen Herrn Röttgen und Frau Deitelhoff vermitteln. Es ist ja, es wird ja erstmal widersprüchlich zu sagen, und ich komme aus einer Partei, die das früher deutlich anders gesagt hat, dass man auch mit Waffen dazu beitragen kann, dass ein gerechter Frieden, nämlich nicht ein Frieden als Unterwerfung, sondern ein Frieden in Freiheit entstehen kann. Deswegen muss man das und die Kritik... Ein Frieden in Freiheit. Mit Waffen lösen sich die Gegensätze auf. Puff. Frieden und Freiheit. Bin ich total berechtigt, glaube ich, anders herleiten. Und dieses Land hat sehr, sehr viel und intensiv über Waffengattungen diskutiert und weniger über das dahinterliegende Ziel. Aber warum hat es das denn getan? Weil ja gerade aus dem Kanzleramt nicht ausreichend Werbe in den Teil einer Gesamtstrategie gepackt wurde. Wenn man immer nur diskutiert, soll denn jetzt Diplomatie und Verhandlungen laufen? Und ich habe jetzt als Haushälter für das Entwicklungsministerium sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass da Dieselgeneratoren hingeliefert wurden, dass Energieinfrastruktur wieder aufgebaut werden konnte, die zerstört wurden, weil das gehört doch alles auch dazu. Aber wenn wir zurückschauen auf die letzten 1000 Tage, dann sehen wir doch, dass jeder Schritt der militärischen Unterstützung der Ukraine hart erstmal diskutiert und erkämpft werden musste und es jedes Mal aus meiner Sicht richtig war, das zu tun und man sich ja schon fragen kann. Was will er eigentlich sagen? Der weiß es selber noch nicht. Naja, doch. Er sagt jetzt halt, er will die ganze Zeit, deswegen ja der Rekurs auf seine Partei, die sich ja gewandelt hat und eingesehen hat, dass praktisch dass man ja auf der, also dass man schon natürlich guckt, dass man humanitäre Hilfe, aber eben auch um einen Frieden in Freiheit zu gestalten. Und immer mit Bauchschmerzen, also schön langsam. Schön, genau. Ich habe mich gerade gewundert, hast du das gehört? Er hat sich als Haushälter dafür eingesetzt, dass, und jetzt kommt's, Dieselgeneratoren in die Ukraine und keine Windräder. Keine Solarpanels. Die Grünen sind nicht mehr meine Grünen. Warum diskutiert man denn erst Wochen darüber? Warum sagt man dann, Deutschland darf keinen Alleingang machen? Dann sieht man erst die USA, dann alle anderen Ausreden, wo sie selbstbestimmt verhandeln kann. Dann braucht es eben auch die militärische Unterstützung. Das ist doch kein Widerspruch. Und in dem Sinne, vielleicht kann ich zwischen Herrn Röttgen und Frau Deitelhoff vermitteln. Es wirkt ja erstmal widersprüchlich zu sagen, und ich komme aus einer Partei, die das früher deutlich anders gesagt hat, dass man auch mit Waffen dazu beitragen kann, dass ein gerechter Frieden, nämlich nicht ein Frieden als Unterwerfung, sondern ein Frieden in Freiheit entstehen kann. Deswegen muss man das, und die Kritik finde ich total berechtigt, glaube ich, anders herleiten. Und dieses Land hat sehr, sehr viel und intensiv über Waffengattungen diskutiert und weniger über das dahinterliegende Ziel. Aber warum hat es das denn getan? Weil ja gerade aus dem Kanzleramt nicht ausreichend Werbe in den Teil einer Gesamtstrategie gepackt wurde. Wenn man immer nur diskutiert, soll denn jetzt Diplomatie und Verhandlungen laufen? Und ich habe jetzt als Haushälter für das Entwicklungsministerium sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass da Dieselgeneratoren hingeliefert wurden, dass Energieinfrastruktur wieder aufgebaut werden konnte, die zerstört wurden, weil das gehört doch alles auch dazu. Aber wenn wir zurückschauen auf die letzten 1000 Tage, dann sehen wir doch, dass jeder Schritt der militärischen Unterstützung der Ukraine hart erstmal diskutiert und erkämpft werden musste und es jedes Mal aus meiner Sicht richtig war, das zu tun. Es war also richtig, den zu lange, also lange zu diskutieren, hart zu erkämpfen, jeden einzelnen Schritt wirklich durchzunudeln,
Das ist also richtig, findet er? Und man sich ja schon fragen kann, warum diskutiert man denn erst Wochen darüber? Warum sagt man dann, Deutschland darf keinen Alleingang machen? Dann sieht man erst die USA, dann alle anderen Partner machen den Schritt und dann Deutschland hinterher. Herr Banaschak, Sie sprechen schon an. Das Interessante ist ja, dass nicht nur in Deutschland diskutiert wird, sondern in den anderen Ländern ja auch. Vor allen Dingen in den USA, da hat der amtierende US-Präsident Joe Biden Kiew jetzt nach monatelang hin und her doch erlaubt, die Raketen, die gegen militärische Ziele auf russischem Boden einzusetzen. Herr Röttgen, das sind Raketen mit höherer Reichweite von ca. 300 Kilometern. Ist das eine richtige Entscheidung gewesen von Joe Biden? Ja, es ist eine richtige Entscheidung, ist auch die Entscheidung der Franzosen und der Briten. Sie ist, das ist völlig unstrittig, völkerrechtlich zulässig, weil es um die Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine geht. Und ich halte sie auch für moralisch und politisch geradezu geboten. Nicht nur für zu rechtfertigen, sondern geboten. Es geht ja darum, dass mit dieser Erlaubnis und dann mit diesen Waffen die Waffen auf russischem Boden zerstört werden, die Munition zerstört wird, bevor sie, wenn sie nicht zerstört würde, in der Ukraine vor allen Dingen Zivilisten und zivile Lebensstrukturen töten oder. Ja, ja, man zerschießt dem Gegner die Munition, bevor sie ankommen. Das ist das, was man macht. Naja, die haben ja tatsächlich ein Munitionslager gehabt. Ja, ja, klar. Die auch nur für Zivilisten bestimmt waren, stand auf der Kugel drauf. Zerstören und würden. Und, was und dass man die Waffe zerstört, damit sie nicht Menschen tötet, das halte ich für moralisch und politisch geboten. Was diese Entscheidung von Joe Biden gebracht hat, war auch eine neue Debatte noch mal hierzulande um den Taurus, den Marschflugkörper und ob Deutschland diesen doch liefern sollte. Diese Debatte ist jetzt neu entfacht und wir gucken uns aber noch mal an, was genau Taurus eigentlich ist. Das müssen wir, wenn das hochinteressant mit den Bombardements, dann ist der erste Schritt der Reichweitenbegrenzung aufheben und der zweite Schritt der, dass wir die Taurus liefern. Die Antwort auf diese konkrete Frage ist ja. Sie würden liefern, als Bundeskanzler? Ja. Ja. Dann müsste Deutschland die Entscheidung treffen, die Ukraine mit den Waffensystemen auszustatten, die die Ukrainerinnen und Ukrainer zur Verteidigung ihrer Freiheit brauchen, nämlich insbesondere dem Waffensystem Taurus. Sie wollen ihn liefern, Olaf Scholz nicht. Warum ich die Lieferung von Marschflugkörpern Taurus nicht für richtig halte. Sie würden nur eingesetzt werden können. Auch das muss gesagt werden, wenn man sich mit der Zielsteuerung auch mitverantwortlich führt. Das ist aber etwas, was ich nicht verantworten kann und auch nicht will. Anders als eine Rakete, die mit einer ballistischen Flugbahn ihr Ziel erreicht, fliegt der Taurus eigenständig. Wird jetzt hochinteressant er hat erklärt. Ein eigenes Triebwerk, Tragwerk und Navigationssysteme. Bling. Somit kann der Taurus ist ja wie so ein Computerspiel. Flug ansteuern und nur schwer von einer gegnerischen Flugabwehr erkannt werden. Zudem besitzt der Taurus eine Reichweite von rund 500 Kilometern, könnte also Ziele weit in Russland und sogar Moskau erreichen. Die jetzt von den USA erlaubten Kurzstreckenraketen ATACMS haben eine Reichweite von 300 Kilometern. Ja. Ah, krass. Okay. Der von Frankreich und Großbritannien entwickelte Marschflugkörper Storm Shadow erreicht Ziele in 250 Kilometern Entfernung. Beide sind offenbar auch schon zum Einsatz gekommen. Die, also man kann auf der Karte ganz gut erkennen, dass anscheinend nur der Taurus, also zumindest Taurus zeigt die Karte so. Ja, der kommt dahin. Ja. Nur der erreicht tatsächlich Moskau. Aktion der NATO-Länder gegen Russland unter Kampfbedingungen getestet. Die Frage des weiteren Einsatzes von Mittel- und Kurzstreckenraketen wird von uns in Abhängigkeit von den Aktionen der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten entschieden. Ich will mal kurz sagen, die Visualisierung ist hier deutlich schlechter als bei uns. Mhm. Herr Stegner, Putin droht, das kennt man von ihm. Sein Außenminister, Sergej Lavrov, der sagte über das Nein von Scholz zu Taurus Folgendes. Ich denke, dass die derzeitige Position von Scholz eine verantwortungsvolle Position ist. Das ist nicht gerade der Applaus, den man haben will, oder? Oh mein Gott. Oh, was für ein... Also, ja... Wenn der Sergej Lavrov das sagt, dann muss man eigentlich direkt schießen. Dann schickt man den gar nicht in Ukraine. Der kann nicht recht haben, es ist ein Russe. Genau. Ist ganz und auch schon wieder anfängt. Er ist halt Feind. Putin droht, das kennt man von ihm. Ja, Alter, ihr Pisser, ey. Der hat da ewig gedroht. Mhm. Über Jahre hinweg gedroht. Da kommt auch nochmal so eine Stelle.
und hat dann tatsächlich den Krieg begangen. Und dann redet ihr davon, dass er der krasseste Diktator ist und er will ganz Europa irgendwie einnehmen und wir sollen Angst vor dem haben. Und gleichzeitig soll man sich aber auch immer keine Sorgen machen, weil er droht halt immer nur. Ja, genau. Das ist nicht so wichtig. Ja. Das ist ein Quatsch. Da sagt, darf man ohnehin nichts glauben. Das hat aber auch nichts mit dem zu tun, was der Kanzler tut. Wir unterstützen die Ukraine beispielsweise mit Luftabwehr mehr als jedes andere Land. Das schützt uns mehr Leben als irgendeine andere Waffe. Um das mal klar zu sagen, schützt Zivilbevölkerung. Und dass wir das nicht machen mit den Taurus-Raketen, hat was damit zu tun. Nicht, wenn man die Waffen vorher zerstört in ihren Munitionslagern, dann braucht man gar keine Luftverteidigung. Stimmt. Denkt ihr sich jetzt wirklich, ja? Dass dann deutsche Soldaten involviert würden. Und der Kanzler hat zugesagt, dass wir nicht nur die Ukraine unterstützen, sondern dass wir auch dafür sorgen, dass Deutschland nicht Kriegsteilnehmer wird und die NATO. Und fragen Sie mal die Menschen auf der Straße, wenn sie darüber reden, abgesehen davon, dass es befremdlich ist, wie wir hier über Waffen diskutieren. Das ist schon, also in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber es ist schon auch ein Punkt, die NATO und Deutschland da rauszuhalten. Was die Amerikaner jetzt getan haben, was Biden getan hat, nebenbei bemerkt, trotzdem auch mit anderen Reichweiten, hatte was zu tun, dass nordkoreanische Soldaten eingesetzt worden sind in Kursk und hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Herr Biden vor der Tür steht und man annimmt. Herr Trump. Ja, das wird noch verbessern, aber ganz, ganz kurz. Dass der möglicherweise schnell einen Deal mit Putin macht und das innenpolitische Gründe hat. Trump. Ja, Trump vor der Tür steht. Der sieht ein bisschen aus wie deutscher George Clooney, oder? Ja, aber nicht so hübsch. Der Punkt, Das ist immer auch so lächerlich, wenn die immer sagen, ja, dann wird man tatsächlich Kriegsteilnehmer. Da werden die nachher noch, wie gesagt, je weiter die Sendung geht, desto geständiger werden sie ja tatsächlich. Aber irgendwann sagen sie eben auch, da findet halt das Schlachtfeld der Ukraine ist halt für was, steht halt für was ganz anderes, nämlich für den Konflikt des Westens mit Russland als noch zu starker verbliebener Atommacht. Die Ukraine könnte aus eigener Kraft überhaupt nichts mehr als Kriegsmittel gegen Russland aufführen. Also deswegen, der Krieg wird ja längst von denen geführt, egal ob man es jetzt bloß mit entsprechenden Luftabwehrraketen, was der da sagt, oder ein paar Helmen oder was Deutschland auch immer, oder Leopardpanzern oder sowas, ja. Der Krieg wird ja längst vom Westen geführt. Wie hat der Lindsey Graham gesagt, als der zu Besuch war bei Zelensky, so billig wie in der Ukraine war das Russentöten noch nie. Ist verständlich. Die Frage ist ja aber auch, weil die Grünen zum Beispiel, obgleich sie in der Regierung noch sind, eine andere Position haben als die SPD. Die Grünen, Spitzenkandidat Robert Habeck hat gesagt, er will die Taurus liefern. Wenn er denn Bundeskanzler wäre, würde er sie liefern. Mehr als 500 Kilometer können diese Marschflugkörper fliegen und Ziele treffen, auch Ziele in Russland oder sogar Moskau. Das macht manchen Menschen, die auch heute zugucken, ein bisschen Angst und Bange, weil sie denken, da könnte die Ukraine dann auf einmal Moskau beschießen. Wie kann man das verhindern? Oder kann man es verhindern? Ich meine, dass es Angst gibt in dieser Lage, das ist doch total klar. Das kann man nicht verhindern, nee, das ist normal. Also ich meine, wir haben einen Krieg vor unserer Haustür und das soll irgendwie an uns spurlos vorbeigehen, ist auch Quatsch. Aber die Frage ist ja, was ist denn das tatsächliche Eskalationsrisiko und ist nicht diese vermeintliche Besonnenheit eigentlich das Risiko, nämlich dass sich dieser Krieg immer weiter in unsere Richtung ausweitet, weil er nicht rechtzeitig gestoppt wird. Also gerade wenn man nicht möchte, dass Deutschland in eine andere Rolle kommt, dann muss doch Deutschland jetzt das Land, das schon in der Rolle des Angegriffenen ist, auch unterstützen. Aha, geständig. Genau. Da sagt es eigentlich ganz offen. Ne? Damit Deutschland nicht in die Rolle kommt, damit Deutschland nicht angegriffen wird. Also erstmal hier fantasiert man sich einen russischen Virus her, der irgendwie sich jetzt ausbreitet über die Ukraine und seinen Weg in die EU hineinfindet. Völlig abgesehen von irgendwelchen Zwecken und auch irgendwelchen realistischen Erwägungen darüber, inwiefern sowas überhaupt möglich wäre. Fantasiert man sich jetzt also die Idee herbei, dass der die gesamte EU überrollen will und macht das zu der eigentlichen Motivation und sagt dann seinen Leuten, na, Moment mal, das bisschen Angst, was ihr jetzt habt, um den Taurus dahin zu, wegen der Diskussion um den Taurus und den in die Ukraine zu schicken, das ist gar nichts gegen die Angst, die ihr haben werdet, wenn wir gar nichts tun, weil dann kommt der Russe, dann ist der Russe morgen früh vor der Tür. So. Also, ja, Angst könnt ihr haben, aber besser als die. Gerade deswegen müssen wir die Ukraine mit Gewaltmitteln vollstopfen, damit die Angst. Wichtig, dass die russische Flut da gestoppt wird. Mhm.
und nicht hierher schwappt. Und da muss man sich ja fragen, was kann man dafür tun? Die Lieferung einer Waffe, ich habe es gerade gesagt, dieses Land hat sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Ich habe mit dem ganzen Kram emotional nichts am Hut. Ja? Aber der Grund, warum wir darüber diskutieren... Aber rational, das schon. Emotional nichts am Hut. Ich bin mit Kriegseltern aufgewachsen. Was? Kriegsdienstlern? Kriegserfahrenen Großeltern. Ja. Wir hatten ja auch mal einen Verteidigungsminister, der Kriegsdienstverweigerer war. Wie hieß er? Volker Rühr? Ja. Ist doch, dass wir die Frage Widerspruch ist, ja. stellen müssen, was versetzt die Ukraine denn in die Lage? Ist ja selten so, dass die Politiker, die tatsächlich diese Kriege dann beschließen, sie führen und sie anleiten, selber dann auch in den Kriegsdienst treten. Genau. Mal so. Sich ernsthaft zu verteidigen. Und wenn man weiß, dass die Ukraine gerade beschossen wird, auch aus dem russischen Hinterland heraus, mit den Systemen, die dort stationiert sind, dann ist ja tatsächlich die Frage, kann man die Ukraine vor den nächsten Angriffen, wo Menschen sterben, schützen? Und jetzt ist ja aber indem dann die Frage, russischen Menschen sterben. Warum sollte man ausgerechnet nach diesen 1000 Tagen, wo sich die Ukraine an jede Verabredung gehalten hat, wo Herr Selenskyj auch weiß, in dem Moment, wo er einmal irgendeine Verabredung bricht, er nicht eine weitere Waffe von irgendwem geliefert bekommen wird. Warum sollte man ihm denn mehr misstrauen als Wladimir Putin? Erstmal der Vergleich, was ist der Vergleich eigentlich? Man misstraut doch, was hat doch mit Putin nichts zu tun? Man misstraut halt dem Selenskyj, diese Waffen einzusetzen, weil ich meine, wenn man sie ihm schickt, dann schickt man die schon mit dem Hinweis darauf oder mit dem Verweis darauf, dass die irgendwann auch genutzt werden. So, und davor will man sich halt verwehren und sagt, nee, die schicke ich dir halt nicht. So ein Quatsch. Naja, und ja, dem Selenskyj traut man das nicht zu, also dass der sich immer an alle Abmachungen gehalten hat und so. Weiß ich gar nicht, woher der das weiß, genau. Und da nochmal der Hinweis auf den Artikel von vorhin, als wir das eingangs besprochen haben, ne? Also der hatte schon viel früher vor, den Westen in den Krieg da irgendwie zu treiben, mit seinen Mitteln damals, 21 und boah. Das allein schon die Lieferung, also es geht doch gar nicht darum, dass man dem Selenskyj dann diese Waffen liefert und dem dann vorschreibt, ja, aber du darfst auf gar keinen Fall weiter als 200 Kilometer angreifen. Da kann man sich auch fragen, warum schickt man ihm dann eigentlich diese Waffe? Mhm. Wenn er sich doch an diese Abmachung halten würde, dann kann man ihm auch noch die Kurzstreckenraketen schicken. Ja. Es geht doch darum, dass der Putin ganz klar gesagt hat, dass der das als einen Kriegseintritt der NATO und Deutschlands betrachtet. Und ich meine, selbst Scholz sieht das ja anscheinend so, dass wenn da müssen halt Soldaten bei der Steuerung teilnehmen. Deutsche Soldaten. Und das wäre dann eine direkte Kriegsbeteiligung, was bezüglich der NATO im Kriegseintritt, ne, über den Bündnisfall und so weiter, einem Kriegseintritt gleichkommt. Und das will er halt nicht. Also das hat auch nichts mit Vertrauen zu tun, sondern allein das Schicken, selbst wenn man ihm vertraut, dass er die niemals benutzt, allein das Schicken ist schon die Eskalation, gegen die sich da verwehrt wird. Also es gibt doch überhaupt keinen Grund, dieses Misstrauen an den Tag zu legen. Warum sollte ich davon ausgehen, dass Herr Selenskyj Zivilbevölkerung in Moskau beschießt und nicht genau die militärischen Ziele adressiert? Ja, weil da hat Putin nichts gegen oder was? Dass du, der regt sich nur dann auf, wenn die Zivilbevölkerung beschossen wird. Mhm. Aber wenn du die Militäranlagen beschießt, sagt er, ja, fair game. Nice hit. Gut getroffen, Leute. Finde ich gut. Die gerade dafür da sind, die Ukraine in Schutt und Asche zu legen. Wir können ja einfach mal Dafür sind die da, genau. Die haben keine anderen Zwecke. Es geht darum, die Ukraine in Schutt und Asche zu legen. Wie die Situation in der Ukraine ist. Jetzt kommt der. Und, dafür können wir zu meinem Kollegen Wassili Golod schalten, der in Kiew gerade ist. Herzlich willkommen, Wassili, schön, dass du da bist. Das ist jetzt auch nochmal ein schönes Propagandalehrstück, wie man praktisch jetzt die Taurus-Debatte dann auch nochmal positiv auflöst durch so einen Typen, der da irgendwie vor Ort die Fragen so schön beantwortet, wie es der Röttgen nicht besser hätte haben können. Niemals darf bei der demokratischen Entscheidungsfindung eins fehlen, die Stimme des Betroffenen. Ja. Wie gut 1000 Tage Krieg, wo steht die Ukraine jetzt gerade?
Wir erleben jetzt auch in diesen Minuten das, was wir seit Tagen, seit Wochen erleben. Es herrscht Luftalarm in Kiew, in anderen Teilen des Landes. Es sind Drohnen unterwegs. Deshalb vorab zur Info, meine Kolleginnen und Kollegen beobachten die Situation. Es kann also auch jederzeit sein, wenn diese Drohnen näher an das Stadtzentrum kommen, dass wir die Schalter abbrechen müssen. Und das zeigt aber die Lebensrealität der Menschen hier. In der vergangenen Nacht stundenlang Alarm. Es gab mehr als 100 Drohnen, mit denen Russland die Ukraine angegriffen hat. Wir erleben tägliche Raketenangriffe auf ukrainische Städte, Gleitbomben, die abgeworfen. Ich will das auch nicht kleinreden. Warte mal ganz kurz. Der Chat geht irgendwie nicht mehr recht weiter, kann das sein? Ach so. Ja, okay. Wir haben einiges verpasst. Schade. Okay, alles gut. Ja, nee, sag mal. Ich will das ja gar nicht kleinreden. Die Situation wird furchtbar sein. Aber man kann sich auch mal fragen, was dieses Segment hier eigentlich soll. Und das will eigentlich bloß jetzt zumindest in diesem Anspruch, den er da gerade bringt, oder in der Ansprache, die er gerade bringt, sagen, ja, Krieg ist schlimm. Das wussten wir noch nicht. Werden und das führt zu einer großen Verzweiflung in der ukrainischen Gesellschaft, eine große Unsicherheit, weil die Perspektive darüber fehlt, wie es weitergehen soll. Und an der Front ist die Situation extrem schwierig, weil Russland unter extrem hohen eigenen Verlusten aber dennoch vorrückt. Für das ukrainische Militär ist es schwer, sich zu verteidigen. Es gibt keine ordentliche Rotation. Das heißt, da sind Männer, die seit 1000 Tagen von ihren Familien getrennt sind, die völlig fertig sind, körperlich, psychisch. Aber die wollen alle bestimmt kämpfen. Die haben da bestimmt Lust drauf. Ja. Und die können jetzt auf jeden Fall gut einen Taurus gebrauchen. Die eine Pause brauchen, aber es gelingt dem ukrainischen Staat nicht, genügend Männer zu mobilisieren, als dass eine Rotation möglich wäre. Und das liegt eben auch daran. Wir haben gerade, ich will hier einmal reingrätschen, denn wir haben gerade auch darüber gesprochen in dieser Runde, nämlich, dass die USA ja Raketen mit größerer Reichweite jetzt freigegeben hat. Was bringt das denn der Ukraine militärisch? Oh, jetzt stellt er die harten Fragen. Jede Menge auf jeden Fall. Das bringt der Ukraine die Möglichkeit, sich effektiver verteidigen zu können. Wir beobachten. Die Frage war, wie? Wir achten ja, dass Russland seit mehr als 1000 Tagen verschiedene Teile der Ukraine angreift mit Raketen, mit anderen Waffensystemen und das ungehindert machen konnte, weil der Ukraine verwehrt worden ist, militärische Ziele, die tiefer liegen in Russland, anzugreifen. Also konkret Flugplätze, von denen aus Bomber starten, die dann Raketen abwerfen, Munitionslager, wo die Gleitbomben zum Beispiel oder andere Munition gelagert werden. Das heißt, die Ukraine erhofft sich so, sich effektiver schützen zu können, die eigenen Menschen im eigenen Land effektiver schützen zu können und vor allem auch konkret in der Region Kursk die russische Gegenoffensive. Aha, also das Stück Land, was die Ukraine mittlerweile gerade noch so hält und selbst erobert hat, nämlich in Russland, da dann doch noch irgendwie die Stellung zu halten, weil man sich erhofft, dass das vielleicht ein guter einen guten Verhandlungsspielraum bringt, wenn man den noch hat. Aber die Operation läuft halt genauso katastrophal wie alles andere auch. Und ob man die Flughäfen da jetzt trifft oder irgendeine Munitionslager zerschießt, das wird auch nichts dran ändern, wie der Frontenverlauf gerade ist und wie der sich fortentwickelt. Offensive zusammen. Also die Idee, dass die Ukraine militärisch die Russen im Hinterland irgendwie so angreifen könnte mit weiß nicht, 10 Taurus oder was, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine zu einem Stillstand kommt oder überhaupt nur abgeschwächt wird, ist doch einfach völlig realitätsfern. Die Leute haben keine Ahnung, keinen Begriff von der Dimension der Mächte, die sich da gegenüberstehen. Zusammen mit den nordkoreanischen Soldaten, die dort sind, aufhalten zu können. Apropos nordkoreanische Soldaten, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Es gibt diese Aussage von den Amerikanern, es gibt diese Aussage von Zelensky. Es gibt dafür keinen Beleg, dass da nordkoreanische Soldaten stationiert sind, um in Kursk irgendwie zu kämpfen oder so. Das ist also ist schon interessant, wenn da so wenn da wirklich so Tausende von Soldaten unterwegs sind, dass es da nicht mal, also es gibt ja auch in russischen Medien oder so, gibt es ja auch so Leaks und so und so Fotos von sowas, die dann in so Telegram-Kanälen und so geteilt werden. Nix. Also zumindest nichts, was mir bekannt ist. Vielleicht habt ihr ja was und schreibt es dann in die Kommentare. So. Das ist das, worauf die Ukraine sehr, sehr lange gewartet hat und jetzt die Möglichkeit dazu bekommen hat. Jetzt wird in Deutschland ja heftig gestritten über die Frage, Taurus liefern, ja oder nein. Wie guckt man in der Ukraine auf diese Diskussion? Verfolgt man diese Diskussion in Deutschland? Mhm.
Ja. Alle gucken hart, aber in fair. In der Ukraine verfolgt man jede Diskussion, nicht nur in Deutschland, in allen Partnerstaaten. Und Menschen, die sich vorher nie für Militär oder Waffen interessiert haben, sind durch dieses Schicksal, was sie haben, durch die russische Aggression zu Militärexpertinnen und Militärexperten geworden. Ah, so geht das. Mit wem du sprichst, ob mit Leuten auf der Straße, ob mit Verantwortlichen im Präsidialamt oder im Parlament, da sagen alle, das ist ein Waffensystem, das der Ukraine helfen würde, sich besser zu verteidigen, ähnlich wie Storm Shadow, ähnlich wie Scalp, ähnlich wie die Attackams. Und man kennt hier aber auch die Position des deutschen Bundeskanzlers, der das nicht möchte, der dieses Waffensystem nicht liefern möchte. Dafür gibt es hier wenig Verständnis. Der ukrainische Präsident drängt ja auch immer wieder darauf, sowohl in persönlichen Gesprächen mit Olaf Scholz als auch jetzt wieder verstärkt durch öffentliche Äußerungen, dass er sagt, wir brauchen das. Dieses System würde uns helfen, uns zu verteidigen, russische Logistik zu treffen. Aber die Haltung ist, wie sie ist. Jetzt ist natürlich aber die Sorge, die viele äußern in Deutschland auch, dass diese Taurus eben wahnsinnig weit fliegen können, womöglich sogar Ziele in Moskau treffen könnten. Wie berechtigt ist diese Sorge? Das ist die Möglichkeit, die dieses Waffensystem hat. Es ist aber auch sichtbar, dass die Ukraine sich an alle Verabredungen gehalten hat. Es wäre ja aus Sicht eines angegriffenen Staates, der abhängig ist von Unterstützung, nahezu idiotisch, etwas zu tun, was die Gefahr birgt, keine Unterstützung mehr zu bekommen. Das heißt, die Ukraine sagt, das haben uns auch führende Militärs gesagt, sie wären bereit, mit Olaf Scholz vorab jedes einzelne Ziel persönlich zu besprechen, wenn sie dieses Waffensystem bekommen und sie haben gar keine Absicht damit, waghalsig auf Moskau zu schießen, sondern sie haben das Ziel, militärische Ziele in Russland zu treffen, von wo aus Angriffe auf die Ukraine gestartet werden. Lass uns noch mal den Blick ein bisschen weiten. Also Fazit, wir müssen es jetzt machen. Ne? Also das Taurus muss geschickt werden, darum geht's. Also ich glaube, die Schwertner und der Stegner, die sind gerade irgendwie richtig pissed und so ein bisschen zurecht, weil im Prinzip das eine ganze Propagandasegment nur für diese Lieferung war. Ja. Der Ukrainer, der guckt jeden Tag in seine Bild-Zeitung und dann sieht er Storm Shadow Scholz und das versteht man nicht. Und genau, ja. So stelle ich mir die auch vor. Ja. Werden. Zelensky hat sich ja auch schon mit ihm getroffen. Ist Trump eine gute oder eine schlechte Nachricht für die Ukraine? Trump ist die Realität für die Ukraine, so würde ich es zusammenfassen. Er ist gewählter Präsident, er ist derjenige, der ab dem 20. Januar die Entscheidungen treffen wird, auch darüber, wie es hier weitergeht. Und das ist verbunden, diese Entscheidung, die die USA getroffen haben in der Ukraine, mit einer Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung. Hoffnung deswegen, weil die Menschen sagen, naja, Trump hat das Ziel, diesen Krieg zu beenden. Das ist auch unser Ziel. Wir wollen ein Ende des Krieges. Die Frage ist aber, wie er das machen will. Und da haben die Ukrainerinnen und Ukrainer eine klare Vorstellung. Sie sagen, dass sie darauf hoffen, dass er der Ukraine hilft, schneller in eine Position der Stärke zu kommen. Also mit schnellerer und mehr militärischer Unterstützung kurzfristig, um Russland zeigen zu können, die Verbündeten sind an der Seite der Ukraine. So wie übrigens ja auch die Attackams-Erlaubnis ein politisches Zeichen ist. Darauf hoffen sie und hoffen so, dass man in Verhandlungen zu einem guten Ergebnis kommen kann für die Ukraine. Worauf sie nicht hoffen, das ist die Verzweiflung, ist, dass Trump möglicherweise jede Unterstützung einstellt, die Ukraine so zu einer Kapitulation zwingt und die russische Aggression damit Erfolg hat und damit eben nicht nur für die Ukraine zu einer Gefahr wird, sondern noch stärker für den Rest Europas. Das ist die Sorge der Ukraine. Er steht morgens auf, geht eine rauchen und guckt sich in die Bilder. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist dass der Putin morgen vor Brandenburger Tor steht. Weil wenn wir fallen, dann ist auch Deutschland dran. Das muss man sich mal vorstellen, was man sich hier anhören muss, ey. Deswegen sage ich, das ist ein deutscher Journalist. Das ist kein... Aber der hat immerhin einen schönen ukrainischen Namen. Vasili Golot. Vasili, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute Abend und bleib sicher. Danke dir. Wir bleiben noch mal kurz bei der Frage. Bewegend.
Taurus liefern, ja oder nein? Weil die hoch umstritten ist, nicht nur hier in der Runde, sondern auch in der Bevölkerung. Und wir können uns mal angucken, Deutschen das sehen. Da sind 61% dafür, die Taurus nicht an die Ukraine zu liefern. Das diskutieren wir jetzt auch weiter in der Runde. Frau Deitloff, die Stimmung in der Bevölkerung, die ist relativ klar. Eine Mehrheit ist gegen eine Lieferung, also auf Linie von Olaf Scholz. Ist die Linie von Olaf Scholz dann also erfolgsversprechend? Erfolgsversprechend mit Blick auf was? Beispiel auf die Wahl. Mit Blick auf die Wahlen ist es natürlich sozusagen eine Strategie, diesen Friedenskanzler tatsächlich zum Programm zu machen. Aber letzten Endes wiederum, es wird in den nächsten 90 Tagen abgeklopft werden, was da eigentlich dahinter steckt und ob es ein Konzept gibt, ein belastbares. Und das sehe ich nicht. Die Entscheidung, den Taurus nicht zu liefern, mal abgesehen davon, dass es wirklich eine müßige Debatte mittlerweile schon ist. Aber sie ist sicherlich nicht dadurch begründet, dass hier NATO-Personal involviert ist in diesen Krieg. Nein, warum nicht? Das ist es nämlich längst, weil NATO-Strukturen längst für beispielsweise Aufklärungsarbeit genutzt werden. Das alles passiert längst. Das würde sich also Aufklärungsarbeit ist aber rechtlich gesehen tatsächlich was anderes, was einen Kriegsantritt angeht. Aber gut. Das gar nicht verändern. Und da muss man natürlich fragen, was steht denn da noch im Wege? Und ich glaube, am Ende ist es eine politische Entscheidung, die der Bundeskanzler getroffen hat und die er beibehalten will. Es ist aber keine Entscheidung, die in signifikanter Weise mit den Risiken dieses Waffensystems zu tun hat. Herr Röttgen. Der fucking Putin sagt, wenn ihr das schickt, dann ist es eine Kriegserklärung von Deutschland an uns. Und die sitzt da in der Talkshow und die traut sich wirklich in die Ohren von Leuten reinzusagen, achtet Risiko. Ist doch gar nicht, das ist doch gar nicht angebracht. Wir hätten das schon längst machen sollen. Die Diskussion ist müßig. Es ist echt ein Wahnsinn. Und das ist eine Friedens- und Konfliktforscherin. Immer zusammen. Passt zusammen, ja. Die Bürgerinnen und Bürger hätten einen Anspruch auf Besonnenheit, sagt Olaf Scholz. Gibt ihm die Umfrage recht? Also erstens haben die Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf Besonnenheit. Meine Beobachtung ist nur, dass es in Deutschland nicht nur eine Person gibt, die besonnen ist. Sondern mich auch. Das ist etwas Neues, dass einer für sich in Anspruch nimmt. Für meine Position ist die Besonnene, die anderen sind unbesonnen. Sie sind unbesonnen, ich bin auch unbesonnen. Ich glaube, das ist das, was das ist eine Art von Manipulationsversuch in der öffentlichen Debatte. Also das sind wir alle, das nehmen wir alle für uns in Anspruch. Diese Zahl ist ja auch bekannt, sie verwundert mich auch nicht, weil, wie Herr Banaschak eben richtig gesagt hat, natürlich ist das ein Thema, das nicht nur Sorge macht, sondern Unsicherheit erzeugt, auch Angst erzeugt, wohin führt das, wohin geht das. Und wenn die zentrale politische Figur des Landes, der Bundeskanzler, den Menschen, den Bürgerinnen und Bürgern Angst macht, wir kommen in den Krieg, das sagt er jetzt, hat er heute an der Konferenz, wo Sie wahrscheinlich waren, ja erneut gesagt, das ist eine Entscheidung. Das, was übrigens die Briten und die Franzosen machen, da sagt er, das ist etwas, das führt uns möglicherweise in den Krieg. Und weil ich das nicht mache, halte ich uns aus dem Krieg heraus. Wenn der Bundeskanzler unseres Landes so nicht argumentiert, sondern in Wahrheit Angst macht, dass das Menschen verunsichert, verwundert mich überhaupt nicht. Ja, der macht Angst. Aber wenn ihr sagt, dass wenn wir das jetzt nicht machen, dann steht der Russe morgen vor der Tür. Dann sind als nächstes wir dran und deswegen müssen wir das machen. Da ist keine Angst vor dem russischen Führer. Nein. Aber wenn der sagt, ne, ey, der Putin hat gesagt, der haut mir auf die Fresse, wenn ich das mache, deswegen mache ich das nicht. Da schürt er Angst mit. Richtig, so. Ja. Deswegen sind auch die Zahlen so hoch. Richtig, weil der Scholz sagt, er will den Taurus nicht schicken, sondern alles andere machen. Okay. Da macht der Bundeskanzler macht keine Angst, aber er redet mit Menschen, die sehr wohl wissen, was Krieg bedeutet. Krieg ist keine Social-Media-Angelegenheit. Ich bin im August. Alle sind gegen Krieg, Herr Stegner. Alle sind gegen Krieg. Da hat er recht. Es ist ein ganz furchtbarer Krieg, der auch ein Ende finden muss. Ja. Es sind doch Vorschläge aus Ihrer Partei, von Herrn Kiesewetter, der sagt, wir müssen den Krieg nach Russland tragen in die Ministerien. Das kommt doch aus Ihrer Partei und nicht aus meiner. Sagen Sie doch, wir machen. Hat er gerade gesagt, jetzt kommen Sie mich mit Herrn Kiesewetter? Ich meine, er hat das ja nun mal gesagt. Besonderheit heißt für mich nicht, jedes neue Waffensystem gut zu finden, sondern neben der militärischen Unterstützung, ich habe nochmal
darauf hingewiesen, niemand tut mehr bei der Luftabwehr als wir, auch diplomatische Anstrengungen zu unternehmen, auch sich zu überlegen, wie man mit anderen dazu kommen kann, zu reden mit den Chinesen, mit den Brasilianern. Aber wir tun eben nicht genug, das hat der Gollot hier eben gesagt. Wir tun nicht genug. Ja, und wenn der Gollot das gesagt hat, deswegen haben wir ihn noch zugeschaltet. Genau. Wir wissen es doch jetzt. Die Stimme der Ukraine hat gesprochen. Ich bin in der Ukraine gewesen, habe mit Menschen gesprochen, habe ihnen... Nein, ich habe die Stimme der Ukraine gehört. Ich habe da direkt mit Menschen gesprochen. Und dann sagte André jetzt gleich, du warst nicht oft genug da. Auch die Wahrheit zugemutet... Trotzdem nichts, auch wenn sie da waren. Es wird trotzdem ihnen auch, vielleicht lassen Sie mich auch ausreden. Habe ihnen auch die Wahrheit zugemutet, dass es auch Dinge geben wird, die wir nicht machen können. Jetzt werden Antipersonenminen geliefert aus den USA und solche Dinge. Es wird Streumunition geliefert. Wo soll das eigentlich hinführen? Militärisch führt das zu nichts. Nur der Krieg wird immer grausamer. Und deswegen gibt es gute Gründe... Gute Gründe. Und Frau Deitloff, da sind auch solche dabei, die was mit Sicherheitsfragen und mit Beteiligung von Personal zu tun haben. Das wird in den nicht öffentlichen Sitzungen ja erörtert im parlamentarischen Kontrollgremium. Darüber kann man hier nicht reden, aber das ist sehr wohl so. Und der Bundeskanzler hat gute Gründe. Das weiß sie jetzt wieder, deswegen nickt sie. Sie hat keine Ahnung von nichts. Nee, aber das Interessante ist, bei dem kann man mal festhalten, so ein bisschen, wo der jetzt ist. Ich meine, der ist vielleicht noch so ein bisschen in der SPD wirklich noch so einer, der so ein bisschen aus dieser... Rolf ein bisschen so Anti-War. Ja, ein bisschen Rolf Mützenich Ecke so ein bisschen herrührt, deswegen hat er auf dieser Demo gesprochen. Ja, und hatte eine Lederjacke an auf der Demo. Aber trotzdem muss man ja mal festhalten, offenbar ist bei dem jedenfalls die Einsicht da, also dass jedenfalls das, was bisher Standpunkt war, Leoparden liefern und noch weiter mit Waffen, also ich glaube, die Resignation ist bei dem schon klar. Und der weiß jetzt, wenn der Trump dann gegebenenfalls kommt und die Unterstützung sogar entzieht, dass das eine Sache ist, er sagt das später auch noch, das stemmt Deutschland nach seiner Auffassung nicht mehr. Ne? Ja. Da geht er jetzt lieber vielleicht auf einen... Das ist auf jeden Fall, also man muss auch sagen, dass dieser, ich sag mal vielleicht der pragmatischer, realistischere Diskurs mit dem Krieg, der den Verlauf des Kriegs einfach mal ernst nimmt und sieht, okay, da ist nicht mehr das zu holen, was man sich da auf die Fahne schreibt. Dieser Diskurs findet langsam seinen Weg auch in diese Sitzung. Deswegen gibt es dann immer so Leute wie Ihnen, die dann auch noch das noch bringen. Ja, das ist ja vor einem Jahr noch nicht so. Nee. Ja, und offenbar findet der Zustimmung, das muss man nicht verhetzen und sagen, macht den Leuten Angst. Das gibt Zustimmung aber ist die Mehrheit Angst. Der Bevölkerung hat doch nicht Angst, weil der Kanzler ihnen das sagt oder nicht. Sie halten doch nicht die Leute für so dumm, sondern die verstehen doch, dass es eine Eskalation gibt, wenn es weitreichende Raketen gibt, dass es dann Reaktionen gibt und dass es dann auch die Möglichkeit von einer nuklearen Bedrohung gibt. Die Menschen verstehen das doch, wir müssen sie doch nicht für dumm verkaufen. Also, was vor allen Dingen zum jetzigen... So kommt diese Mehrheit... zustande. Und ich finde, diese Mehrheit nicht zu respektieren und einfach zu sagen, das ist jetzt nur ein politisches Spiel oder irgendwas, was den Leuten eingeredet wird, das ist mit Verlaub wirklich eine Frechheit. Was auf jeden Fall zu nichts führt. Das war ihr bester Punkt. Ja, genau. Den hat sie gut gemacht und der wurde deswegen auch geschortet. Ist zum jetzigen Zeitpunkt die Taurus-Debatte wieder was auf jeden Fall zu nichts führt, ist zum jetzigen Zeitpunkt die Taurus-Debatte zu führen, weil es ist täglich grüßtes Murmeltier. Dieser Mann hat jetzt schon zigmal gesagt, er wird das nicht liefern und er wird es nicht liefern. Dieser Mann. Dieser alleine stehende Mann, einfach auf eigene Faust, der wird das nicht liefern. Und ich gehe davon aus, er wird es nicht liefern. Ja. So anders Frau neu Doan, gemischt werden die Karten. Frau Doan, nur, Sie sind weiter dran, aber nun hat der Bundeskanzler ja schon des Öfteren immer mal gesagt, er wird bestimmte Dinge nicht liefern, hat sie dann doch geliefert. Hier bitte sehr, sehr sicher bei bleiben, denn gerade dieses Besonnenheitsthema, haben wir eben schon besprochen, ist sein Wahlkampf-Markenkern. Ist einfach so. Ja. Also das ist nochmal erschwerend hinzugekommen. Er hat sicherlich auch noble Gründe dafür, aber ganz sicherlich auch innenpolitische Wahlkampftaktische Gründe und das ist einfach sein Markenkern. Noble Gründe und innenpolitische Gründe. Ich finde es ja lustig, dass sie die teilt voneinander, trennt voneinander. Mhm. Auch ein bisschen geständig. Aber sie ist ja auch keine von den Politikern. Ich bin der Besonnene. Im Gegensatz zu allen anderen bin ich kein Kriegsfreak. Das heißt aber, Frau Doan, diese Debatte wird ja geführt, nämlich auch im Bundestag und wieder geführt. Die FDP will erneut über Taurus-Lieferungen ja abstimmen lassen. Es gäbe eine Mehrheit mit der FDP, Union und den Grünen. Oh, stream is down. Okay. Dann müsste mal alle rüberkommen. Wir warten mal einen Moment, bis ihr alle rüberkommt. Dann kann ich noch mal schnell einmal... Ja, und bring mir noch so ein kleines. Ja. Ab zu Twitch. Wir machen gleich weiter, keine Sorge. Ich schalte jetzt erstmal den
YouTube-Stream ab. Du, du, du. So, YouTube ist aus. Dann kommt mal alle schon rüber. Warten wir mal einen Moment. Stimmt, ja. Dabei zahlen wir eigentlich die ganze Zeit hier diese peinlichen Rundfunkgebühren. Und dann darf man nicht mal sich den Kram gemeinsam anschauen. Dabei ist das nicht mal privates Fernsehen. Das Lustige bei YouTube ist ja, da muss immer jemand hinter sitzen. Also da muss eine Person sitzen, die diese Warnung kriegt und die muss dann aktiv den Einspruch erheben. Das ist hier passiert. So, Marek ist back. Au! So. Nichts passiert. Alles gut. So. Ja. So, YouTube ist aus. Aber wir sind noch da. Und ist jetzt jemand, seid ihr jetzt alle hier? Sagt mal was. Sagt mal jemand was im Twitch, weil wir sehen keine Chats. Doch. Doch, ja, doch. Twitch. Okay. Twitch geht. Gut, gut, gut. Also unsere Stats werden noch nicht mehr geupdatet. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr alle hier seid und wir machen jetzt hier weiter. So sein. So wird es sein. Hallo. Okay, weiter geht's. Herr Banaschak, Sie betonen ja immer wieder, dass die Grünen, und ich zitiere Sie da mal, alles dafür tun, die Ukraine zu unterstützen. Wenn Sie das ernst meinen, stimmen Sie dann bei so einem Antrag mit? Nein, das tun wir aus folgendem Grund nicht, weil die FDP aus eigener Erfahrung weiß, dass solche Anträge mit der Realität nichts zu tun haben. Also Christian Dürr hat als Fraktionsvorsitzender der FDP, als die FDP noch Teil der Bundesregierung war, der Union vorgeworfen, dass der, ich glaube, fast gleich lautende Antrag reine Symbolpolitik sei. Denn erstens wird über die Lieferung jeder Waffe nicht im Deutschen Bundestag an dieser Stelle entschieden, sondern am Ende im Bundessicherheitsrat, also in einem Regierungsorgan. Und da hat Herr Dürr gesagt, das hilft der Sache überhaupt nicht, das ist nur Symbolpolitik. Jetzt macht Herr Dürr das Gleiche, vielleicht redet Herr Dürr mal mit Herrn Dürr. Sehr wendig. Aber ja, das. Aber deswegen, ich teile absolut, was Frau Dorn... Der Unterschied, Herr Banaschak, ist ja nur, dass es, vorher waren Sie zusammen in der Regierung, jetzt gibt es wechselnde Mehrheiten in diesem Bundestag, hey, oder sind, versucht die FDP, nee, anders als die Mehrheit hinzubekommen? Anders als die FDP sind die Grünen Teil der Regierung und in der Regierung stimmt man sich bei solchen Dingen ab. Und es ist offensichtlich, dass wir da mit der SPD, ja nicht nur mit dem Bundeskanzler, sondern ja auch mit der SPD-Fraktion nicht auf einer Linie sind. Aber ich bin absolut dagegen und ich teile, was Frau Dorn sagt. Also wenn wir jetzt einen Wahlkampf über die Lieferung von Waffengattungen führen, so, ich sehe das so, Herr Stegner sieht das anders, das kann man machen, aber davon hat dieses Land überhaupt nichts. Die Frage, die wir doch uns stellen müssen, ist, wer wollen wir, wer soll Deutschland eigentlich in Europa und in der Welt sein, die anders ist als die, die wir gerne hätten. Wir leben nun mal nicht in der Welt, die wir uns ausgesucht haben. Wir leben auch nicht in der Welt des Wahlkampfs von 2021. Und deswegen öffnen wir uns als Grüne dieser Welt. Deswegen öffnen wir uns. Vorher haben wir es geschlossen. Das ist, er könnte Life-Coach sein. Habeck heute, dass er es für richtig hält, das zu tun. Und ich meine, wer weiß, was die nächsten Mehrheiten sind. Aber dahinter steckt doch eine grundlegende Frage. Mhm. Wir kommen, warum jetzt sind wir in dieser Situation? Auch doch, weil der Westen, auch weil frühere Bundesregierungen, große Koalitionen nicht richtig mit der Bedrohung Russlands umgegangen sind. Ich habe das mit den Gasspeichern und Herr Röttgen nehme ich da explizit aus. Er ist halt von seiner Unionspartei ignoriert worden damals. Aber es wussten doch... Die Kassandra, sie wurde ignoriert. ...wohin die Reise mit Wladimir Putin geht. Und deswegen ist es schon richtig, dass sich dieses Land im Februar fragt, wollen wir eigentlich die Fehler der Vergangenheit wiederholen? Wollen wir eigentlich aus einem falschen Gedanken von Wandel durch Annäherung oder was auch immer die Sicherheit Europas weiter gefährden? Das ist ein falscher Gedanke. Das ist ein falscher Gedanke, ja. Kein Wandel durch Annäherung, sondern Wandel durch Krieg. Also es ist echt so lächerlich. Man muss auch einfach mal wirklich sagen, wie die jedes Mal, wenn sie irgendwie davon reden wollen, dass die da so Fehler gemacht haben in der Vergangenheit, einfach komplett abstrahieren von allen Gegensätzen, als wäre die EU und der Westen da ganz friedlich unterwegs gewesen, just minding their business, so gucken quasi auf ihre Schnürsenkel und der Russe kommt von hinten, bumm, und haut ja auf den Kopf.
Und du ja, machst dann Handel durch Annäherung oder Wandel durch Annäherung oder was? Und hast nicht ordentlich reagiert, hast nicht sofort zurückgeschlagen. Keine Gegensätze, keine gegensätzlichen Interessen, nichts, keine Versuche von dem Westen, da irgendwelche ja, Machtstrukturen des Russen irgendwie zu unterwandern. Mhm. Einfach hat alles begonnen am 7. Oktober, sorry, am 22. Februar oder 24. Genau. Februar. Ja. Es ist armselig. Ist ja lächerlich, ne? Also die Merkel wirklich vollkommen blind irgendwie, hat sich immer, als sie sich mit dem Putin getroffen hat, da hat er doch mal irgendwie so einen Hund bei gehabt und hat damit praktisch ihre Angst vor Hunden ausgenutzt und so. Diese Politiker, voll dumm gewesen, irgendwie 10 Jahre lang Nord Stream. Gibt es den Talking Point wirklich mit dem Hund? Ja, da gab es mal was. Irgendwann hat sie sich mit ihm getroffen und da hat er einen Hund gehabt, der war auch so richtig groß. Und da wurde ihm gesagt, das wusste der und hat sie dadurch einschüchtern wollen. Und man sieht, es hat auch mal funktioniert. Mal reiten? Sehr groß, Raum. Groß. Da, naja. Auf China übrigens die gleichen Fehler wiederholen. Oder lernt man endlich mal etwas aus den eigenen Fehlern? Das kann man ja auch durch Geld vor allen Dingen ausdrücken, diese Unterstützung, und nicht nur durch einzelne Waffensysteme. Ja. Deswegen ist es ja schon spannend, auch mal zu gucken, wie der Haushalt eigentlich aussieht, der laufende und auch der fürs kommende Jahr, Frau Dorn. Smooth Transition, richtig, richtig nice übergeleitet. Mhm. Man kann ja auch mit Geld der Ukraine helfen, deswegen sollten wir mal auf den Haushalt gucken. Dieser vorzeitige Bruch der Ampel, der hat ja einiges ins Wanken gebracht, auch die Verhandlungen um einen neuen Haushalt. Was bedeutete denn jetzt dieser Art Stillstand für die finanzielle Unterstützung der Ukraine? Mal schauen, ob er sie diesmal ausreden lässt. Die ist ja jetzt erstmal gesichert für das kommende Jahr. Und ich glaube, was für die Ukraine im Moment aus meiner Sicht deutlich wichtiger ist, ist eigentlich das, was in den USA passiert. Mhm. Also was wir im Moment sehen, auf dem Schlachtfeld zumindest, ist die Vermutung, dass Putin die Momente noch nutzt, bis Trump tatsächlich inauguriert ist im Januar. Bis dahin Fakten schafft, um dann eben mit Trump in einer Art Verhandlungssituation darüber zu sprechen. Das Szenario, das ihm vorschwebt, ist ja das, dass man den Krieg einfriert und die Gebiete, die Ukraine bereits hat, schmerzlich aufgeben müssen, sehr wahrscheinlich behalten werden von Russland und es eine demilitarisierte Zone gibt. Ich glaube, dass die Gesamtsituation im Moment für die Ukraine wahnsinnig schwierig ist. Und die sind mit der Gesamtsituation unzufrieden auf jeden Fall. Es sind eben nicht nur einzelne Fragen wie Taurus oder nicht, sondern eine ganz strategische Entscheidung. Liefern wir so viel, bis die Ukraine wieder frei ist? Oder liefern wir, wie es in den vergangenen Jahren schon so war, zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel? Frau Deitelhoff, Sie nicht. Die kämpfen auf jeden Fall bis zum letzten Ukrainer, die linke Seite da. Befreien. Das ist auf dem Tagesplan. Es gibt in der Ukraine niemanden mehr, der so redet. Nee. Ganz ehrlich. Also selbst der Selenskyj tritt nicht auf mit, naja, vielleicht der Selenskyj schon, muss man schon sagen. Aber die sind da um einiges realistischer schon unterwegs. Ja, ich glaube, Frau Dorn hat vollkommen recht. Das ist das, was in den letzten Jahren passiert ist, dass man die Ukraine über Zeit wirklich am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Man lässt sie nicht verlieren, aber man gibt ja auch keine Chance, überhaupt nur wieder in Richtung eines Sieges zu blicken. Mhm. Ich glaube gleichzeitig nicht, wenn ich mir anschaue, wie die letzten 3 Jahre gelaufen sind, dass sich hier jetzt eine 180-Grad-Wende erzeugen lässt. Dass man also in eine Situation kommt, wo die Ukraine so ausgestattet werden würde, dass sie tatsächlich ihr komplettes Territorium zurückerobert. Das heißt, das ist aussichtslos? Ich glaube, zum gegenwärtigen Zeitpunkt und mit den Signalen, die wir aus Europa haben, die wir aus Deutschland haben und die wir auch aus den USA haben, sehe ich das nicht. Worum es jetzt gerade geht, ist, dass man, bevor Trump ins Amt kommt, und das ist jetzt, auch das, was Biden tut. Jetzt wird Konflikt gemacht. Das ist auch das, was Biden tut. Ja. Der Ukraine noch mal alles gibt, was alles man gibt. Noch hat, um sie in eine bessere Ausgangslage zu bringen. Gott. Und die bessere Ausgangslage ist ein so eskalierter Krieg, dass selbst der Trump am Ende nicht mehr sagen kann, oh, den stampfe ich jetzt aber mal ein, weil da sind jetzt schon irgendwie 4-5 Angriffe auf NATO-Luftbasen oder so passiert vom Russen. Und da müssen wir jetzt gegen vorgehen. Für eine mögliche Verhandlung. Und wir wissen eben nicht, was Trump tut. Und auch die Ukraine weiß eben nicht, was Trump tut. Aber die Sorge ist da und er hat es immer wieder angekündigt. Sein Vizepräsident-elect hat es immer wieder angekündigt. Man will die Unterstützung einstellen. Europa wird nicht in der Lage sein, und da müssen wir doch mal ganz ehrlich sein, das kurzfristig in irgendeiner Weise zu kompensieren oder auch nur zu steigern. Jetzt geht es darum, die Ukraine so stark wie möglich zu machen. Wir reden nur über einen Waffenstillstand, wir reden überhaupt nicht über einen Frieden.
um ein Ergebnis, ein Zwischenergebnis hinzubekommen, das ihr nicht zu sehr schadet. Herr Röttgen, Sie haben gerade... Also nochmal wieder ordentlich Waffen rein, irgendwie, wo sie vorher noch über Frieden... Das ist ihr dann ihr Friedenskonzept, so muss man es dann wohl auflösen, irgendwie, was er am Anfang noch gesagt hat, was die Parteien dem BSW und der AfD überlassen haben. Jetzt nochmal ordentlich hochrüsten, dass zumindest der Waffenstillstand noch von Vorteil ist und wie viele Leute draufgehen. So läuft es vor allem auch. Also man eskaliert den Krieg, man steckt da mehr Waffen rein, sodass dann die Ukraine natürlich auch mehr Russen bei draufgehen lassen kann und da stärkeren Widerstand leistet. Und dann, wenn es zu Verhandlungen kommt, hat die Ukraine dann auch die Oberhand deswegen. Und Russland ist dadurch dann auch verhandlungsbereiter. Ja, so läuft das. Sie haben gerade genickt bei der Analyse von Frau Deitloff, dass die Situation für die Ukraine im Grunde genommen aussichtslos ist und man sie ja auch nicht so weit helfen könnte, dass sie die Territorien zum Beispiel zurückerobert. Jetzt weil es darum auch nicht geht. Ja. Ding Dong. Das hätte er auch mal vor einer Stunde sagen können. Also ganz ehrlich. Ey. Unser Ziel. Also das sind all die Fragen, die, wo es Meinungen zu gibt, aber die viel zu wenig im Raum stehen. Absolut. Und darum teile ich auch diese Auffassung. Sollen die das mal offiziell sagen? Einfach mal öffentlich sich hinstellen und das zur Staatsräson machen? Dass es nicht um die Rückeroberung ukrainischer Territorien geht, sondern um was anderes. Das über ein Waffensystem ist bestimmt nicht der Weg für unsere richtige Politik. Was ist denn eigentlich unser Ziel? Mhm. Und unser Ziel ist, glaube ich, nicht, die Ukraine in die Lage zu versetzen, dass sie Gebiete zurückerobert. Aha, okay, aufmerken. Mhm. Weiter geht's. Sondern unser machbares Ziel ist das Vordringen, das Vormarschieren der russischen Armee zu beenden. Was wir schaffen können, ist, dass der Krieg nichts mehr erreicht, dass Putin mit dem Mittel der Politik nicht weiter erfolgreich ist. Das muss unser Ziel sein. Wenn das der Ukraine gelingt, dann ist eine Position erreicht, aus der sie verhandeln kann. Und darum hat die Politik, die Diplomatie eben eine militärische Voraussetzung, eine Verteidigungsfähigkeit. Einen Satz will ich noch sagen, weil wir immer sagen, es geht um die Ukraine. Aha. Nein, es geht dabei um Europa. Er sagt nicht mal nur, es geht nicht nur um die Ukraine, er sagt wirklich nein. Genau. Es geht nicht um die Ukraine. Und sie nickt wie so Nikolaus. Opa, ja. Wenn dieser Krieg in der Ukraine, der ist sozusagen örtlich in der Ukraine, aber wenn das Mittelkrieg in Europa, in der Ukraine Erfolg hat, dann ist das eine Friedens- und Sicherheitsfrage für uns alle. Und darum geht es nicht darum, dass jetzt noch 3 Monate Biden der Ukraine hilft, sondern wenn Trump kommt, müssen wir uns darauf einstellen, was Sie gesagt haben. Dann ist das aber unser Europa und dann müssen... Das ist unser Europa. Das ukrainische Volk ist jetzt europäische Verfügungsmasse, sagt hier Void Jesus. Ja, und der hat im Prinzip den Inhalt von Stellvertreterkrieg gesagt. Richtig. So, ne, er sagt nicht Stellvertreterkrieg, das darf man nicht sagen, aber der hat den Inhalt davon gerade vorgetragen. Genau. Europa, das ist der Krieg, der ist da örtlich in der Ukraine, aber es geht um Europa. Und nochmal der Hinweis, ne? Grenzen verschieben mit dem Kosovo, der jetzt NATO-Stützpunkt ist, nachdem man da einmal drüber bombardiert hat in Serbien, das ist ein Mittel auch von dieser imperialen Politik hier in Deutschland und von anderen Staaten, auch wenn die im Völkerrecht tatsächlich erstmal was anderes haben aus Gründen, aber das ist überhaupt nicht ausgeschlossen offensichtlich, ja. Hier voraus. Das ist die historische Wende, die eintreten wird, höchstwahrscheinlich. Dann wird zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg europäische Sicherheit von den Europäern organisiert werden müssen. Wir haben nur dieses eine Europa. Europa muss wieder, ja, oder muss überhaupt nicht selbst verteidigen. Der freut sich doch das, auch eigentlich. Da sieht man auch, wo eigentlich dieser ganze Diskurs, eigentlich worum der sich dreht. Dass sich nämlich Europa emanzipiert und vielleicht sogar in irgendeiner Form gleichrangig oder zumindest den Anspruch hat. Dem Anspruch nach gleichrangig zur amerikanischen Militärmacht auf der Welt aufstellen kann. Und das ist auch etwas, was die gar nicht so richtig stört, habe ich den Eindruck, diese Leute wie der Röttgen. So, dass zwar klar, das transatlantische Verhältnis hatte seine Vorteile, aber wenn Deutschland jetzt die Gelegenheit nutzt, praktisch als imperialer Konkurrent hier jetzt kriegstüchtig zu werden, und da tun sie ja auch alles für, dann ist das durchaus auch was, wo die ja ohnehin irgendwann gegen die Amis auch immer hin wollten am Ende. Richtig, das ist ja eigentlich der Kern der Europäischen Union. Ja. Ja.
Das steht vor uns und das ist im Grunde das Thema der Bundestagswahl. Was ist denn unsere Idee, wie wir Europäer für die Sicherheit unseres Europas sorgen, wenn Trump Präsident wird? Das ist die große Frage. Herr Röttgen, ich gebe noch eine Frage mit, weil ich das einen interessanten Punkt von Frau Deitelhoff finde, die ja sagt, im Grunde genommen muss man, weil man nicht weiß, was Trump jetzt macht, der Ukraine so viel wie möglich liefern, sie so in so eine starke Position wie möglich bringen, damit dann, wenn Trump an der Macht ist, sie womöglich in Verhandlungen einsteigen kann. What? Sehen Sie das auch so? Also erstens sind das nur noch wenige Wochen, bis Trump im Amt ist. Und zweitens ist die Strategie, militärisch zu erreichen, dass man ihn an den Verhandlungstisch zwingt, nicht erfolgreich gewesen. Wir sehen aber das liegt aber auch daran, dass wir immer zu wenig, zu spät gegeben haben. Ich kann nur sagen, Deutschland liefert deutlich mehr als Italien oder Großbritannien und macht so viel. Also die Behauptung stimmt einfach nicht. Und nochmal, ich verstehe. Es geht doch nicht darum, ob man weniger oder mehr, sondern ob es in der Sache ausreicht. Zu wenig. Ich verstehe auch gar nicht, wie man nicht denkt. Die Frage ist nicht, ob es zu wenig ist, sondern ob es genug ist. Ja, wenn man damit die Haltung verbindet, dann könnte vielleicht die Russland besiegen, dann wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, uns ist vorhin auch gesagt worden, wir können auch den amerikanischen Teil nicht kompensieren. Mhm. So sehr Herr Röttgen recht hat, dass wir über europäische Sicherheit reden müssen, dem stehen wir müssen nicht nur reden, wir müssen natürlich tun. Ja, dem stehen noch ein paar andere Dinge im Wege. Übrigens in anderen Ländern nicht nur das. Aber wir werden den amerikanischen Teil nicht kompensieren können. Aber ernsthaft zu glauben, der Krieg ließe sich jetzt... Ja, und dann? Ja, was und dann? Sag mal, Röttgen, was und dann? Jetzt wenden in den paar Tagen über Weihnachten, bis der Trump im Amt ist, das glaube ich, wird nicht der Fall sein. Und es war auch eine Fehleinschätzung, immer zu meinen, man könne das militärisch erreichen. Das ist nicht der Fall. Und es ist nicht wenig geliefert worden. Es ist eine ganze Menge. Da gibt es natürlich zwei Denkschulen. Die einen sagen, die Politik bestimmt das Schlachtfeld und die anderen sagen, das Schlachtfeld bestimmt die Politik. Ja, die Politikwissenschaftlerin ist im Raum. Und andersrum könnte es nämlich genauso funktionieren, der Stegner. Da hat sie recht. Und wir hatten, wenn wir nochmal an den Herbst 2022 denken, dann hatten wir ein Gelegenheitsfenster, wo es ganz anders hätte laufen können. Aber auch das ist vergossene Milch, wie man so schön sagt. Das liegt ja längst hinter uns. Sagt man vergossene Milch? Das habe ich mir auch gesagt. Sagt man nicht, das ist alter Wein oder sowas? Vergossene Milch? Like, what? Ich glaube, vergossene, es ist, glaube ich, gar nicht. Aber egal. Wisst ihr, ob das vergossene Milch ist? Ich meine, tatsächlich ist falsch. Urteil. Es geht auch nicht darum, in den verbleibenden Wochen die Lage komplett zu wenden und nochmal die Ukraine zur Rückeroberung ihres gesamten Territoriums zu bringen. Es geht aber, glaube ich, schon auch um mehr als nur den russischen Vormarsch zu stoppen, der, wenn Sie sich das mal angucken, ja gar nicht so massiv ist. Es geht schon aber darum, dass die... Was? Was hast du gerade gesagt? Nochmal. Moment. Da stockt auch eine Fehleinschätzung. Ich kann leider nicht. Man könnte das militärisch erraten. Da hat sie recht. Und wir hatten, wenn wir nochmal an den Herbst 2022 zurückdenken, dann hatten wir ein Gelegenheitsfenster, wo es ganz anders hätte laufen können. Aber auch das ist vergossene Milch, wie man so schön sagt. Ja, einen Monat später, da hätte man den Russen noch stoppen können, aber... Ja. Sagt, das liegt ja längst hinter uns. Aber es geht auch nicht darum, in den verbleibenden Wochen die Lage komplett zu wenden und nochmal die Ukraine zur Rückeroberung ihres gesamten Territoriums zu bringen. Es geht aber, glaube ich, schon auch um mehr als nur den russischen Vormarsch zu stoppen, der, wenn Sie sich das mal angucken, ja gar nicht so massiv ist. Mhm. Okay, das ist ja nicht so massiv. Aber die Strack-Zimmermann hat immer gesagt, das ist doch so viel wie Portugal. Hat ein Drittel des Landes quasi schon erobert, aber ist nicht so massiv anscheinend. Mhm. Hat eine riesige Front, über hunderte von Kilometern. Aber sie ist Konfliktforscherin, glaub, sie wird es wissen. Ganz viel, glaube ich, war es nicht, aber jedenfalls, also ich glaube, ein Drittel ist too much, aber ich glaube, so 20-25% waren das tatsächlich. Ne? Okay. Ja, okay. Aber ich dachte, es ist auf jeden Fall mal so groß. Also der Strack-Zimmermann war das immer so groß wie Portugal. Das war mal ganz wichtig. Portugal ist recht klein, ja. Mhm. Es geht schon aber darum, dass die Ukraine auch einen Kurs beispielsweise sich halten kann. Ehrlich gesagt, wenn möglich, sogar noch mehr Gebiet erobern. Ja, ein Kurs sich halten kann, also russisches Staatsgebiet halten. Erobern kann, damit sie auch eine Verhandlungsposition hat, etwas hat, was sie auf den Tisch legen kann. Genau, quid pro quo. Dann gebe ich dir deinen Kursk zurück und du gibst mir meinen Donbass zurück. Genau, aber dafür müssen die halt auch wieder ausgerüstet werden. Also, jetzt ist auf einmal eigentlich gar nicht mehr auf der richtigen Seite. Wir reden ja jetzt weil tatsächlich... Weil sie das Putin will gar nicht verhandeln, davon mal abgesehen. Nein, das ist vollkommen klar, aber das ist ja nicht der Punkt. Weil sie es eben... Putin will nicht verhandeln. Hat, ich meine. Ja, das kommt ja gleich nochmal. Schon erwähnt hatten, der kommende Vizepräsident J.D. Vance von Trump, der hat schon mal skizziert, wie es dann weitergehen könnte unter Trump. Und der hat Folgendes gesagt, etwa, dass die derzeitige Demarkationslinie zwischen Russland und der Ukraine zu einer entmilitarisierten Zone wird. Können Sie das für uns übersetzen?
Das ist ein deutsches Wort, das muss man nicht übersetzen. Was heißt das? Eine entmilitarisierte Zone. Das heißt, es wird sozusagen an der jetzigen Frontlinie werden beide Seiten ihre Truppen abziehen. Stattdessen wird dort eine Pufferzone eingerichtet. Und wenn ich den Plan oder dieses Szenario, das er zeichnet, richtig im Kopf innerhalb habe. Innerhalb von 24 Stunden will sowieso, das ja sowieso. Aber das ist sozusagen, Pläne werden am Reißbrett immer innerhalb von 24 Stunden entworfen und selten umgesetzt. Selten Erfolg. Aber dann sollen sozusagen europäische Truppen in diese Pufferzone gehen und diese Pufferzone absichern, um sozusagen zu verhindern, dass beide Seiten wieder in Konfrontation miteinander kommen. Wenn man sich diese Frontlinie anguckt, dafür brauche ich jetzt eine Politikwissenschaftlerin. Ey, jeder, der mal Konfliktforscherin. Friedens- und Konfliktforscherin. Mal im Ernst. Jetzt, was eine entmilitarisierte Zone ist. Ey, jeder, der Star Trek geguckt hat, genau, weiß, neutrale Zone. Weiß, was das ist. Und da durften die Romulaner nur rein, weil sie die Tarnvorrichtung hatten. Das stimmt, ja. Dann ist die unglaublich lang. Ich meine, ich glaube, J.D. Vance redet nur über 800 Kilometer Frontlinie, aber es ist ja faktisch sehr viel mehr. Wie man das absichern soll, woher diese europäischen Truppen kommen soll, wenn wir schon jetzt einfach die Probleme sehen, die wir haben. Das kann doch dann auch der Taurus machen vielleicht. Das ist mir voll. Ich bekomme Schleier. Frau Schwertner. Sie sind dran. Ja, Sie sind jetzt auch mal dran. Nach einer Stunde haben Sie vielleicht. Und sie sagt jetzt dasselbe wie in Ihrem ersten Statement. Ich glaube, keiner von uns hält Trump für berechenbar oder für einen Friedenspräsidenten und möchte sich in irgendeiner Weise auch nur in die Abhängigkeit von Donald Trump begeben. Insofern sollten wir nichts von dem glauben, was er sagt, was er tun würde. Aber deswegen trotzdem noch mal, um die Logik zu verändern. Nach dieser Logik, nach der Sie gerade gesprochen haben, hätten wir ja zu jedem Zeitpunkt schon Verhandlungen führen können. Also es kann ja nicht noch darum gehen, noch weitere Kilometer zu erreichen oder die Frontlinie zu vergrößern oder zu verkleinern, weil nach dieser Logik hätte man schon die ganze Zeit auch mit Verhandlungsmöglichkeiten sich nämlich unabhängig von den USA, nämlich mit anderen internationalen Partnern, deswegen betone ich das nochmal, sich nicht... Die haben sich zu fucking Verhandlungen getroffen. Also wenn man schon immer so abstrahiert von dem Inhalt der Verhandlungen, also von dem, was da tatsächlich an Standpunkten gegeneinander steht, ja, der Standpunkt, den Putin sich mittlerweile herausgearbeitet hat in den 2-3 Jahren, die dieser Krieg jetzt geht, der ist um einiges weitgehender als der Standpunkt, den er noch Anfang 2022 hatte, in dem ersten, zweiten Monat, als sie sich da getroffen hatten. Da ging es ihm noch um die gleichen Forderungen, die er übrigens auch schon vor dem 22. Februar angeführt hatte, nämlich Demilitarisierung der Ukraine, also hier dieses Bekenntnis, dass sie nicht der NATO und der EU beitreten würden und so weiter. Da ging es ihm drum. Das waren seine Forderungen damals. Da hätte man auch drüber verhandeln können. Man hätte auch drüber verhandeln können, als er dann im Nachhinein gesagt hatte, und da seine Forderungen waren da gar nicht so unterschiedlich im April, als sie sich getroffen hatten. Und die hatten sogar schon sowas wie so ein kleines Agreement irgendwie auf die Beine gestellt. Und die Amerikaner haben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beziehungsweise der Boris Johnson, glaube ich, hat dann... Johnson auch, genau. Ja. Weil die wollten... Nein, das ging dann auf keinen Fall. Also auf diese Art und Weise den Russen dann auch noch Recht geben für seinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, unprovoziert und Vernichtung und bla bla bla. Das ging dann auf gar keinen Fall. Also jetzt die ganze Zeit so zu tun, als ob der nicht verhandeln will, ja, und dass er dann irgendwie nach 2,5 Jahren Krieg und nach was für Kosten das auch für Russland gegeben hat und wie viele Leute da auch draufgegangen sind, dass der dann sagt, ja, Moment mal, also jetzt ist mein Standpunkt halt ein anderer, weil ich habe schon meinetwegen ein Viertel eures Landes erobert. Also kommt mir mal mit realistischen Forderungen bitte, wenn ihr mit mir verhandeln wollt. Und das will halt so ein Röttgen und diese ganzen Heinis da wollen das einfach nicht wahrhaben. Also, dass der nicht verhandeln wollen würde, ist doch ein Quatsch. Als ob der einfach Bock auf Krieg hat. Nicht von jemandem wie Trump abhängig zu machen, um zu sagen, wir müssen mit anderen internationalen Partnern dafür sorgen, dass es eine demilitarisierte Zone gibt, aber auch nicht mit der NATO, sondern mit der UN oder der OSZE oder anderen Partnern, aber eben nicht mit den USA, weil mit den USA wird es doch keinen Frieden allein mit Russland geben. Das ist doch vollkommen illusorisch. Aber wir müssen Frau Deitloff, jetzt ist erstmal Herr Banaschek dran. Also was mich wirklich ärgert ist, dass jetzt kommt ein Talking Point. Der Eindruck erweckt wird, dass Verhandlungen an irgendwem anders scheitern würden als Wladimir Putin. Das ist der Putin, der will einfach nicht verhandeln. Nee. Der ist nicht da zum Verhandeln und wir müssen ihn zum Verhandeln zwingen, indem wir ihn niederringen. Eigentlich ist das so, ne? Ja, also, darum geht's. Wir müssen ihm so lange auf die Fresse geben, bis er sagt, okay, stopp. Aber der ist verrückt, der wird sich davon nicht, ne? Also das ist, also in der aber so rational ist er dann doch. Also wenn er genug auf die Fresse kriegt, dann soll er dann doch rational genug sein. Ja, genau. Zu sagen, okay. Er ist halt Judo-Ringer, ne? Der versteht, dann versteht er das, wenn er niedergerungen ist, so. Also als wenn hier die... Der ist ja auch ein Russe und der versteht deswegen auch nur die Sprache der Macht. Ja, so, ja, okay.
der Gewalt. Die ganze Zeit Wladimir Putin fragt, hallo, hallo, ist hier jemand da, mit dem ich mal an einem diplomatischen Bankett, so, ich meine, es gab in der Schweiz eine Friedenskonferenz. Ich glaube, da wurde der gerade ausgeladen aus der Schweiz, oder? Da war der gar nicht da. Ja, genau. Nee, ich glaube, der sollte auch gar nicht kommen. Also er wollte auf jeden Fall nicht verhandeln in der Schweiz. Das ist ein Otto, ey. Kein Interesse. Und warum zeigt er kein Interesse? Weil er bisher mit dem militärischen Erfolg hat, mehr Erfolg hat als mit Verhandlungen. Und warum hat er damit Erfolg? Weil eben die Ukraine nicht ausreichend unterstützt wird. Und ach so, nicht etwa, weil alle seine Forderungen überhaupt von euch überhaupt nicht akzeptiert werden und ihr im Gegensatz zu diesen Forderungen steht und sagt, das ist völlig inakzeptabel. Und deswegen machen wir auch weiter mit unserem Programm und gucken mal, wie weit das geht. Nee. Der will einfach Krieg. Der will Krieg. Deswegen ist doch die Frage, wenn jetzt Donald Trump und J.D. Vance in den USA die Macht übernehmen, was bedeutet das für Europa? Denn wenn die These stimmt, und ich bin davon überzeugt, dass es nicht allein um die Ukraine geht, das ist ja keine reine Wohltätigkeitsveranstaltung, wenn ich in großer Empathie mit den dort lebenden Menschen bin, die ihre Kinder auch an verlieren uns. Und all das. Sag mal, das ist bitte sondern normal. Es ist keine reine Wohltätigkeitsveranstaltung. Irgendwie ist ja schon so, da verlieren die Leute ihre Kinder. Ja, hat er ein bisschen Verständnis für, aber es geht das auch ist um, so geht hart, um, Alter. Ja, das ist so richtig brutal. So ein zynischer. Ich will schlimme Worte sagen. Nee, das ist. Denn wenn die These stimmt, und ich bin davon überzeugt, dass es nicht allein um die Ukraine geht, das ist ja keine reine Wohltätigkeitsveranstaltung, auch wenn ich in großer Empathie mit den dort lebenden Menschen bin, die ihre Kinder verlieren und all das. Sondern all das. Es darum geht, ob wir eigentlich... Alter. Eine Friedens- und Sicherheitsordnung noch auf der Welt haben, die nicht die das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts als Grundlage hat. Das war kein Widerspruch. Friedens- und Sicherheitsordnung eine ist... Ja, die Stärke des Rechts... nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Wie wird die denn hergestellt? Von der Deutschland profitiert, auf die wir angewiesen sind, weil irgendwann auch Grenzen weiter verschoben werden können, dann wird Deutschland und Europa, insbesondere Europa, eine andere Aufgabe übernehmen müssen. Und ich meine, was der ist denn jetzt gerade die dabei. Situation? Mhm. Unser komplettes Wohlstandsmodell, das darauf aufgebaut hat, die USA zahlen für unsere Sicherheit, wir beziehen billiges Gas, vermeintlich billiges Gas aus Russland. War doch billig. Ach was, vermeintlich billig. Ja, das war jetzt. Am Ende kam es uns teuer zu stehen. Aber damals war es billig. Hm. China werden wir die ganzen Produkte los. Aber Herr Banaschak, das ist ein gutes Stichwort. Die USA. Deswegen müssen wir doch einer. Ey, durch das billige Gas haben wir Wirtschaftswachstum gehabt, welches dazu geführt hat, dass wir jetzt den Krieg gegen Russland in der Ukraine führen können. So. Stell dir mal vor, das hätten wir nicht gehabt. Ja. Dann wären wir jetzt ziemlich am Arsch. Die USA zahlt für unsere Sicherheit und womöglich fällt die Unterstützung, das haben wir jetzt schon in dieser Runde gehört, wenn Trump dann Präsident ist, die finanzielle Unterstützung für die Ukraine auch komplett weg oder zumindest zum großen Teil. Und die müsste dann kompensiert werden aus Europa. Herr Röttgen, und da schließt sich der Bogen dann vielleicht auch zur Regierungskrise hier in Deutschland. Was bedeutet denn dann, dass die Regierung keine Mehrheit mehr hat im Moment, es Neuwahlen gibt, die Regierungsbildung wird Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis sie dann abgeschlossen ist. Was heißt das? Lassen wir noch einmal den George Clooney sprechen und dann können wir... Ja, ich glaube, der sagt ja nochmal, wir wollen auch alle Minister werden, aber das müssen wir ja nicht hören. Für die Unterstützung der Ukraine, die womöglich stärker werden muss, wenn Trump ausfällt. Also... Das Gute an diesem Szenario ist, dass sie die Chance beinhaltet, dass es einen Politikwechsel gibt. Denn so wie wir jetzt dastehen, haben wir unseren möglichen Beitrag zum Frieden eben nicht erbracht. Und ich verspreche mir, ich erhoffe mir, dafür mache ich Wahlkampf, dass wir eine Mehrheit haben, die diese Politik verändert. Das kommt jetzt zusammen mit dem Neubeginn der zweiten Präsidentschaft von Trump. Und ich teile Ihre Auffassung nicht. Meine Auffassung ist, wir sollten mal hören, was Trump sagt. Jetzt wird es richtig gut. Was J.D. Vance sagt. Was heißt vertrauenswürdig? Ich würde mal davon ausgehen, wir hätten auch bei Putin vielleicht mal besser zuhören sollen, was er gesagt hat. Aha. Dass er nämlich Krieg als Möglichkeit in Aussicht nimmt. Aha. Und bei Trump würde ich... Also hier wird er schon richtig, man muss sagen, richtig geständig. Ja? Also er sagt jetzt hier schon, ja, das hat Putin auch schon Jahre vorher gesagt. Er hat schon Jahre vorher gedroht und hat gesagt, hört mal auf damit, mit diesem Scheiß, den ihr da macht, weil ansonsten gibt es Krieg.
Das ist mein Territorium, da habe ich die Hand drauf. Wenn ihr da reingeht, gibt es Krieg. Das habe ich schon vorher gesagt. Hätten wir da mal zugehört, sagt er jetzt auf einmal, ja, nach anderthalb Stunden. Ja, dann hätte es diesen Krieg wohl nicht gegeben. Ach so, okay, interessant. Ja, er will wahrscheinlich auf was anderes hinaus, nämlich hätte man damals das schon gehört und ernst genommen, dann hätte man vielleicht den Russen selber angegriffen oder was? Keine Ahnung. Mal davon ausgehen, dass das, was er die ganze Zeit sagt, nämlich seinen Wählern gesagt hat, dieser Krieg ist eine europäische Angelegenheit. Warum sollen eigentlich die amerikanischen Steuerzahler für diesen Krieg bezahlen? Und dass wir damit rechnen sollten, dass es mit seiner Präsidentschaft einen sofortigen Stopp der Unterstützung, der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine gibt. Dann haben wir diesen Krieg aber weiter, nur ohne amerikanische Unterstützung. Das ist eine Realität, auf die sollten wir uns mal einstellen. Der schlimmere Fall wäre noch, wenn er anfängt, mit Putin auf Kosten der Ukraine und damit auf Kosten der europäischen Sicherheit zu verhandeln. Das ist das Worst-Case-Szenario. Aber auch dieses können wir alles andere als ausschließen. Darum ist es in einer sehr ernsten Lage, was machen die Europäer, was machen die Deutschen? Und die Frage, wie selbstgefällig der ist, wenn er den Applaus bekommt. Habt ihr das erhört? Wenn die Unterstützung wegfällt aus den USA, was machen dann die Deutschen und die Europäer? Können die das kompensieren? Also kurzfristig können sie das ganz sicher nicht, weil sie tatsächlich sich immer noch nicht trotz 1000 Tagen, mehr als 1000 Tagen Krieg vorbereitet haben auf diese Situation. Das liegt daran, dass auch innerhalb der Europäischen Union, mal abgesehen von den Sanktionspaketen, keine Einigkeit hergestellt werden kann. Wer trägt die Kosten? Wer beteiligt sich? Was will man eigentlich genau machen? Das sind sozusagen die ganz großen Konfliktfragen, wo es auch nicht so aussieht, als würde man sich morgen da zusammenraufen. Tja. Das ist also die große Problematik, sodass wir damit rechnen müssen, dass wenn die US-Unterstützung tatsächlich komplett wegfallen wird, für die Ukraine eine Lage eintritt, in der sie sich mittelfristig nicht wird behaupten können in diesem Krieg. Ja, Herr Stegner, wir haben eine Amtszeit. Wir haben mit seinem Kopfschütteln überlebt, sage ich mal, und auch vor allen Dingen erlebt. Was ist dieses Mal anders? Also, ich bin ja sehr positiv, was Amerika angeht. Ich glaube, die amerikanische Demokratie wird das überleben. Aber es wird eine Rosskur werden. Für Amerika eine Rosskur und für uns auch. Eine was? Und vielleicht eine Rosskur. Was ist eine Rosskur? Na, das ist, ich weiß es nicht, wo der Ursprung kommt, aber es ist auf jeden Fall eine mit erheblich schädlicher, also was wie Chemotherapie. Also wo du eigentlich praktisch den Körper ordentlich strapazierst, um ihn es dann wird noch hart. Zu, genau, es wird hart. Aber wo das herkommt, weiß ich gar nicht. Bin kein Etymologe oder sowas. Dass sich Europa mehr zusammenrauft, das müssten wir tun. Aber ansonsten ist das natürlich nichts, was man sich in irgendeiner Weise wünschen kann. Der versteht sich mit den Diktatoren prächtig. Also es wird keine Deutschland nicht. Gute Zeit für Deutschland die Demokratie nie mit Diktatoren werden. Sich da verstanden. Da kommt man den wunderbar zurecht und all die Dinge, die Herr Röttgen befürchtet. Wo haben wir denn das, die ganzen Gasersatzgeschichten herbekommen, als Russland den Hahn abgedreht hat? Den Chinesen haben wir uns auch nicht gut verstanden bisher in den letzten Jahren. Auf jeden Fall. Mit den Katar und den Saudi-Arabien. Saudi-Arabien. Ja. Nee. Das macht nur der Amerikaner. Ja. Demokratie, das halten wir hoch. Wir mögen auch eintreten, dass es Deals gibt, sozusagen, die uns nicht gefallen können. Und es wird auch Druck auf Deutschland geben, was China angeht. Also wir werden schon mit einer raueren See zu rechnen haben. Deswegen braucht man noch einen erfahrenen Kapitän. Kapitän, und damit macht Herr Stegner sozusagen das, womit wir angefangen haben, nämlich mit dem Wahlkampf. Kapitän Scholz! Und wenn wir schon da sind, jetzt können wir willst du die Ministerstory? Gibt es die Ministerstory? Dann fragen wir mal nach dem Wahlkampf. Jens Spahn, Ihr Kollege, hat schon angekündigt, er möchte wieder Minister werden. Sie waren mal Minister. Wollen Sie es wieder werden? Wir wollen alle gerne Minister werden. Wir wollen alle gerne Minister werden. Da haben wir das geklärt. Aber ein Punkt. Guck mal, da ist sein Grießkram fressen. Ey, die hat es halt richtig also ein Gesicht. Das teilt er. Ja, da haben sie aber recht. Also, darauf können wir uns einigen. Ach, demokratischer Humor. Glanzleistung auf jeden Fall. Ich will kein Minister werden. Nein. Zumindest nicht hier. Ich sag nur mal. Ich interessiere mich einen Scheiß für Ihren Krieg. Oder Ihren Präsidenten. Oder Ihren Minister. Ja.
Ich glaube, wir haben es. So, Leute, ja. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.